Wenn Sie sich zu Russland und deutschen Politikern informieren wollen, zum Beispiel zu einem Markus Frohnmeier und natürlich zu Putin und seinen Marionetten, dann sollten Sie garantiert nur den Spiegel lesen und das Frontalmagazin und alle anderen Qualitätsmedien in der westlichen Welt rezipieren. Denn wenn Sie was anderes machen sollten, dann werden Sie dann garantiert nicht die Wahrheit hören, sagen Ihnen die Qualitätsmedien. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Geschichten aus Wikihaus. Und ich sage Servus ins Internet. Es ist kurz nach den Sommerferien und wir starten mit einer neuen Sendereihe hier quasi durch. Jetzt haben wir wieder Zeit und sind alle wieder zu Hause. Und am Apparat begrüße ich den einzigartigen Dirk Pohlmann aus Berlin. Das klingt schön altertümlich am Apparat. Ja. Also, ja, hier bin ich am Apparat, fernsprechlich aus Berlin. Ja, dann ja, über Television hinzugeschaltet. Genau. Ja, man kann das Film, Funk und Fernsehen, ja. Genau. Wir haben heute als Hauptthema, könnte man sagen, die Qualitätsmedien. Mhm. Ja, ob sie Qualität am Ende in Anführungsstriche setzen oder nicht, das bleibt Ihnen überlassen, lieber Zuschauer. Ja, Dirk, wie ist dir ergangen in den Ferien? Ich musste über die Berge hechten und fand das ganz toll. Ich war ja bisher immer nur am Meer unterwegs, weil es da schön flach war. Habe aber festgestellt, dass mir Wandern gefällt, womit ich nicht gerechnet hatte. Abgesehen davon schreibe ich die ganze Zeit fleißig an meinem Buch rum, was jetzt aber langsam mal fertig werden muss. Ja? Also ich kann versprechen, für die Leute, die sich damit beschäftigen werden. Es geht um den Mord an Alfred Herrhausen. Ich habe dazu Informationen, die bisher völlig unbekannt waren. Ich kann zu den Tätern Angaben machen und einiges im Umfeld. Es wird sehr interessant werden. Das sagen Sie alle, die Reporter. Ja, ich will dir ja nur ein langes Leben verschaffen, denn wenn das stimmt, was du sagst, sind das ziemlich brisante Informationen, würde ich sagen. Ja. Nicht, dass da jemand versucht, dir irgendwelche Betonstiefel anzupassen oder sowas. Ja, deswegen ist ja gut, wenn man schnell und viel drüber redet. Je mehr Geheimwissen in meinem Kopf ist und sonst nirgendwo, umso wirksamer wäre es ja, den Kopf irgendwie sozusagen anderweitig unterzubringen. Ne? Also deswegen quake ich jetzt auch gern drumherum, habe ich auch schon getan. Das Zeug verteilt meine Ergebnisse bei verschiedenen Leuten, die ich nicht unbedingt saugut kenne, damit es nicht gleich erkenntlich ist, wo ich es hingetan habe. Aber ich übertreibe nicht, ihr werdet sehen. Ja? Also die Sache ist schon einigermaßen interessant, die dabei rausgekommen ist, weil ich bin weitergekommen in den Ermittlungen als, klingt jetzt angeberisch, aber es ist ernst gemeint, als das, was vorher bekannt war. Also es geht durch sehr viel weiter als das, was bisher bekannt war. Ja, also ich meine, ich würde ja nicht mit dir so gerne zusammenarbeiten, wenn es nicht so wäre, dass du ständig irgendwelche solche Fälle anschleppst. Mhm. Und, also du bist ja anscheinend da Profi oder sagen wir mal so, du hast ein Gespür dafür, wo die Story ist. Mhm. Und ich frage mich immer, was bei den anderen Reportern ist. Und da sind wir schon fast so Richtung Thema, was wir heute haben. Ich wollte mich aber, bevor wir ins Thema einsteigen, nochmal für die Spenden bedanken, die wir bekommen haben. Wenn Sie spenden wollen, dann bitte tun Sie das auf dieses Konto hier. Es gibt noch ein paar Leute, die versuchen verzweifelt auf mein altes Konto, was ich mal angegeben habe, von der Sparda-Bank einzuzahlen. Da habe ich jetzt schon wieder ein nettes Gespräch geführt mit den Sparda-Bank-Angestellten. Die dürfen das nicht entgegennehmen, weil das ein Geschäftskonto ist und die Sparda-Bank hat, da gibt es eine Aufsicht und da gibt es auch eine Satzung und wir versuchen verzweifelt, die Spender, die jetzt andauernd auf das alte Spendenkonto einzahlen wollen, zu kontaktieren, damit die bitte die Spenden ändern auf das neue Spendenkonto. Ja, ansonsten, ja, ne? Muss man mal gucken. Dann tritt irgendwann wahrscheinlich der Fall an, dass da Spenden abgelehnt werden, also Kontoeingänge abgelehnt werden, und wo man sonst immer nur meistens die Kontoausgänge ablehnt. Ne? Das ist also eine ganz komische Nummer, ist das. Okay, ja.
Also bitte das unten angezeigte Konto nutzen. Ja, und dann war da noch der YouTube-Check. Also wie kann das sein, dass wir bei uns so wenig Klicks haben oder beziehungsweise wie kann das sein, dass wir so wenig Abos haben im Vergleich zu den Klicks, weil die dann doch ein bisschen höher sind. Weil die haben ja also immer noch um die 20.000 Klicks rum im Schnitt. Wie kann das sein, dass unsere Abos nur bei 5.000 irgendwas liegen? Wir sind YouTube nicht auf die Spur gekommen. Also wir haben, also ich hatte ja ein Video als Probe vorgeschlagen. Das ist das Zensurvideo, was bei mir hier auf meinem eigenen Kanal Fiedler Audio ist. Und Fiedler Audio wird, weiß ich nicht, ob da YouTube schon irgendwie Kenntnis von genommen hat, dass ich derselbe bin, der halt auch diese bösen Videos zu Wikipedia macht oder überhaupt politisch aktiv ist, weil der Kanal war ja lange Zeit nur für Audioprobleme gedacht. Auf jeden Fall konnten wir nichts nachweisen. Das heißt also, die Leute, die mitgemacht haben, waren am Anfang 70 Mann, roundabout, irgendwas zwischen 50 und 70. Und ja, also die Klicks und die Abos und die Views wurden alle gezählt von YouTube. Und zwar genauso, wie das vorgegeben war. Also das heißt, das wurde 1:1 richtig gezählt und jetzt wollte ich eigentlich noch ein zweites Experiment hinterherpacken, aber dann haben wir schon gesehen, YouTube fängt an, die Klickzahlen nicht mehr darzustellen. Hast du es mitbekommen? Also ich habe es in einigen E-Mails gelesen von Leuten. Ja, genau. Also das heißt, also wenn du jetzt über 1000 Pro-Votings bist, also wenn über 1000 Leute sagen, das ist ein tolles Video, da wird es nur noch in 1000er Schritten angezeigt oder in 100er Schritten, ja? Also hast du 1000, 1100, 1200 oder halt nur noch 1000, 2000, 3000 pro Votes. Das ist total seltsam und auch die Abonnenten werden nicht mehr vernünftig dargestellt. Also du siehst nicht mehr, ob dein Abo mehr dran ist oder Abo weniger drin ist, wird auch nur noch in 1000er Schritten dargestellt. Also ganz seltsam. Warum machen die denn das? Also ehrlich gesagt, ich bin da irgendwie so, also YouTube, ja, also da sollte man vielleicht mal auch ein Special zu machen zu diesem YouTube-Thema. Und da ist, also der Jörg Sprave ist da jemand, der da ganz aktiv geworden ist und der hat da sowas wie eine Gewerkschaft aufgemacht. Also das könnte man vielleicht mal in der nächsten Sendung mal ganz kurz erwähnen, worum es da geht. Mhm. Genau. Ja, das sind alles diese Monopol, die sozusagen unumschränkte Macht haben und auch nicht öffentlich machen, wie sie eigentlich arbeiten. Also du kannst dann gucken und raten, sie treffen die Entscheidung, aber warum sie treffen. Genauso wie jetzt beim dritten Jahrtausend sind wir sofort aus der Monetarisierung rausgeflogen. Das ist das erste Mal und wir wissen nicht warum. Und dann kommen die Fragen, ja, was haben sie euch denn gesagt? Ja, die sagen nix. Ja, die machen das einfach. Genau. Ja, und dann haben wir noch was gehabt. Und zwar im Sommer war das Pax Terra Musica Festival. Und du hast erst versprochen, Dirk, dass du da hinkommst, aber du bist nicht gekommen, ja? Das finde ich nicht nett. Ich hatte gesagt, dass ich es versuche möglich zu machen, aber dann war das genau im Urlaub und am Ende und wir hatten Besuch, also sozusagen Familienbesuch und das kommt dann immer nicht gut, wenn ich dann sage, wir müssen jetzt mal ganz schnell nach Hause fahren und ich bin dann auch gleich wieder weg, weil ich auf Pax Terra Musica Festival und um schwere Verwerfungen und Prügel in der Familie zu vermeiden, bin ich dann im Urlaub geblieben und bin nicht von dort 800 Kilometer wieder nach Hause gefahren. Ja, hättest du aber machen können. du warst mit Wohnwagen sogar unterwegs, gell? Ja, wir waren alle da mit Wohnwagen und ich habe auch den Bodo Schickentanz getroffen, der hat direkt neben mir gezeltet. Ja. Hat dann morgens erstmal eine Kissenschlacht veranstaltet. Das war überhaupt, also ja, das war sehr schön. Also was mir am Pax Terra Musica Festival, da muss ich nochmal allen Zuschauern danken, die da gewesen sind und mit mir die Hände geschüttelt haben. Also was mir da am meisten gefallen hat, war wirklich dieses Händeschütteln. Ja, also es war sowas Warmherziges. Also ganz viele Zuschauer sind nur auf mich zugekommen, haben gesagt, Markus Fiedler, oh ja, ich wollte mich mal ganz kurz bedanken, haben Danke gesagt und sind dann weitergegangen. Und allein die Häufigkeit zeigte dann so, dass also das, was wir beide hier machen, das scheint wirklich wichtig zu sein. Ja, also das ist so diese kleine Portion Wahrheit, die neben dem dritten Jahrtausend und den vielen anderen Formaten, die es hier in der alternativen Szene gibt, wirklich als wichtig erachtet werden von den Zuschauern, weil die ansonsten nicht hinter die Dinge blicken können, weil das keiner anbietet. Ja, deswegen wollen wir uns ja auch mit Themen beschäftigen, die jetzt nicht ganz intern Wikipedia sind, sondern oft auch eine äußere politische Wichtigkeit haben, so wie auch bei dieses Thema jetzt, also wo man sehen kann, dass einfach dieses Tunen von Nachrichten im Hinblick auf eine politische Richtung
bei Wikipedia leider viel zu oft vorkommt. Und das ist ja das Problem, ja. Also wir haben es eben mit einem sehr einflussreichen Informationsmedium zu tun, das die Richtung vorgeben kann, ja. Und wir werden uns in diese Richtung bei den Themen, die wir in Zukunft bearbeiten werden, immer darum kümmern, dass es einen Bezug hat zur politischen Realität, zu dem, was wir im Moment in den Medien hören. Ja, also wie gesagt, ich habe ja nicht nur da als Gast geweilt beim Paxia Musiker, sondern ich habe auch noch einen Vortrag gegeben und wir beide hatten ja schon mal drüber gesprochen. Wir brauchten dringend eine zusammenfassende Sendung, wo man einfach mal sieht, was wir in den letzten Folgen von 1 bis, ich glaube 25 war bei mir das letzte, was ich da zitiert habe beim Vortrag. Also was in den 25 Sendungen gelaufen ist. Mhm. Und habe ich also genutzt, diesen Vortrag, um das mal so ganz kurz zusammenzufassen. Also wer den Vortrag noch nicht gesehen hat, in mir ist häufiger zurückgemeldet worden, der wäre ganz gut, der Vortrag. Sollte sich den angucken und zwar kann man den hier sehen und zwar entweder können Sie sich den angucken bei Nui Dibu in München oder bei uns selber. Also ich habe das dann eine Woche später hochgeladen, nachdem es dann von Nui Dibu hochgeladen wurde. Das, wie gesagt, ist ein 1,5 Stunden, glaube ich, Vortrag oder 1 Stunde 40 Minuten. Mit nachfolgender kurzer Diskussionsrunde und sind so die wesentlichen Dinge drin, auch noch ein paar neue Sachen und vor allen Dingen in der Kürze kann man ganz schnell erkennen, also wo da halt der Hasenpfeffer begraben liegt. Also für jemanden, der jetzt ganz neu hinzugestoßen ist und sich die ganzen Sendungen nicht angucken will, dem empfehle ich wirklich diesen Vortrag. Und es hat auch heute mir gerade jemand eine Mail geschrieben. ich werde das mal hier ausschnittsweise zeigen, die Mail. Und zwar hat er geschrieben, dass er hat jetzt geschrieben, 10,5 Stunden Material oder was das war, hat er zusammengeschnitten auf 3 Stunden. Das kann nicht sein, ne? 10 Stunden kann nicht hinkommen. Wir haben ja pro Sendung haben wir ungefähr 1 Stunde. Mhm. Das müssen mehr Stunden gewesen sein. Also er hat wirklich viel, viel Material zusammengeschnitten, hat da so ein Best-of draus geschnitten. Und ich mache mal hier so einen kleinen Ausschnitt vom Intro. Spuren verwischt und Wikipedia hilft beim Spurenverwischen und es wird nicht dran gehindert. Also wir haben es hier, man muss sich darüber im Klaren sein, Wikipedia ist ein Machtinstrument, es ist ein Monopol, es ist das Monopollexikon weltweit mittlerweile, die 5. meist aufgerufene Webseite der Welt und es wäre doch sehr verwunderlich, wenn nicht irgendwelche Gruppen anfangen würden, dieses Monopol für sich nutzen zu wollen, diese einzigartige Möglichkeit, den Informationskanal komplett zu beherrschen. Ja? Aber das ist nicht in unserem Sinn und es ist nicht im Sinne einer demokratischen Gesellschaft. Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bombe, Harris, Feuer frei. Felix. Servus oder Moin, wie man bei uns im Norden sagt.
Ja, also ich finde es einfach nur lustig und empfehle da mal reinzuschauen. Ja, das nächste ist, es gab tolle Musiker auf dem Pax Terra Musica. Aber wer hätte das gedacht, wenn das Pax Terra Musica heißt? Und ein Musiker war Franz. Franz hatte Gitarren dabei. Und du siehst hier ein kleines Bild. Da haben wir gemeinsam musiziert und haben unter anderem für Marc mit seinem Marc Mobil mal seine Titelmelodie eingespielt. Und siehe da, Marc hat das sogar übernommen, unser Spiel. Und hat er also gleich ins Intro gepackt von der letzten Marc Mobil-Sendung. Wir zeigen das hier nochmal. Ja. Hallo Marc, ich bin hier auf der Pax Terra Musica und das ist Franz. Und wir beide haben uns getroffen und uns gedacht, wir hätten etwas für dich und Franz, leg jetzt mal los. Ja, und wer Interesse daran hat, kann sich nochmal die Marc Mobil-Sendung angucken. Ich empfehle sowieso Marc Mobil, weil er genau die Aufgabe wahrnimmt, die sonst das öffentlich-rechtliche Fernsehen hätte wahrnehmen sollen. Uns nämlich die Sachen zeigt aus den fernen Ländern, die wir so im Fernsehen nicht sehen. Was ich vielleicht im Ausland schon hätte sehen wollen, zum Beispiel vom Iran, über den ja momentan alle Leute streiten und reden. Wenn man da nämlich geguckt hätte richtig, da würde man sehen, das sind ganz liebe Leute und der Iran kommt viel liberaler rüber, als das, was uns alles im Fernsehen gesagt wird. Ihr habt im dritten Jahrtausend auch über den Iran gerade gesprochen. Ne? Ja, also, ich möchte dazu auffordern, Ken Jebsen hat bei Ken FM ein hervorragendes Interview mit dem designierten Chef dieser europäischen Sanktionsumgehungsfinanzierungsorganisation, geführt. Der Botschafter war im Iran, auch im Irak, glaube ich, also der diese ganze Region wirklich bis in die, ja sozusagen, er hat dort gelebt, ja. Also das heißt, er hat ist als mit seinem Vater schon als Jugendlicher dahin gefahren, ab 1947, kennt das wirklich aus dem FF. Es ist ein hervorragendes Interview, wo man viel erfährt, was man nie gehört hat. Und ich kenne einige Leute mittlerweile, die im Iran waren. Und es ist ja, Iran ist berühmt für seine Höflichkeit. Es gibt ja sogar einen eigenen Ausdruck für diese spezielle Form der Höflichkeit. Wie oft man sagen muss, dass man etwas nicht will, bevor das dann akzeptiert wird. Also die Leute sind unglaublich freundlich. Ich kenne auch zwei Frauen, die alleine durch den Iran gereist sind, was auch erstaunlich ist, was problemlos ging. Also wir haben ein falsches Bild davon. Und das eine war die Freundin von Stefan Bartonek, also die Claire Schiefer. Und die hat mir gesagt, die Iraner immer im Bus, wenn sie gefragt haben, woher kommst du denn? Hat sie gesagt, ich bin Französin, ich komme aus Österreich. Ja. Und dann haben die gesagt, wir sind ganz normale Menschen, sag das bitte zu Hause, schau her. Wir sind also so, das ist die leiden darunter, dass sie sozusagen für merkwürdige Furien gehalten werden, die Faust schwingt oder sowas in schwarzen Klamotten da stehen. Also sie legen großen Wert darauf, dass man mit ihnen ganz normal freundlich umgehen kann. Und das hat die, also nicht nur die Claire, es haben mir verschiedene Leute jetzt mittlerweile gesagt. Also ich glaube, wir haben einfach ein falsches Bild von dem Land. Und Marc Mobil schließe ich mich an. Das ist eigentlich das ist die alte Egon Erwin Kisch Regel. Geh hin und schreib es auf oder geh hin und mach einen Film draus. Ja, genau. Und man wird nie wieder aus einem Land so rauskommen, wenn man selber da gewesen ist, wie man sich vorher vorgestellt hat. Es ist einfach was anderes und vor allen Dingen merkt man, dass man es überall mit Leuten zu tun hat. Es ist egal, wo man hinkommt. Das ist meine Lebenserfahrung aus mindestens 50 Jahren Reisen jetzt, mindestens. Wirklich weltweit, dass ich sagen kann, die Menschen sind sich unglaublich ähnlich, wenn man sie kennenlernt. Und es gibt überall Leute, mit denen man super gut auskommen kann. Es gibt immer ein neugieriges Kind, was als erstes
sozusagen sich traut, ja, oder jemand, der einfach ein bisschen frech ist und also es, die Menschen sind so ähnlich, weil sie eigentlich alle nur einigermaßen friedlich leben wollen. Sie meisten wollen einfach, dass ihren Kindern gut geht. Sie wollen über die Runden kommen, sie wollen ein bisschen Spaß haben dabei, ja, und der Anteil der Leute, die bösartig sind, ist in den Regierungen 100% höher als in der normalen Bevölkerung. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Also ich empfehle in diesem Zusammenhang auch tatsächlich mal die Sendung zu schauen von zum Beispiel dem Marc Mobil, die sich alle um den Iran drehen. Ich glaube, er hatte, glaube ich, insgesamt 3 Sendungen gemacht, die mindestens mal den Iran touchiert haben. Sehr, sehr wichtige Sendung. Bitte angucken. Es ist auch einfach schön, weil es sehr angenehm ist, dem Marc dazuzuhören. Und er geht ja wirklich auf die einfachen Leute zu und interviewt die. Das ist wirklich genau das, was ich mir wünsche, wenn ich mal über so ein Land was höre und eben nicht. Ich muss einfach sagen, dass wir hier mit Propaganda zugesülzt werden, was so in ARD, ZDF und besonders im Heute-Journal läuft. Da, ne? Ja, das war eben, um das nochmal zu sagen, das Interview mit dem Erbil, also dem damaligen Botschafter Iran-Irak und jetzt designierten Chef von dieser europäischen Abrechnungsinstitution, die notwendig geworden ist, weil die Amerikaner Sanktionen gegen den Iran verhängt haben und auch diese Sanktionen auf alle anderen ausgedehnt haben. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, die Amerikaner wollen keinen Handel mit dem Iran, aber wir würden es gerne, dann treffen die Sanktionen der Amerikaner auch die Leute, die das machen wollen. Das heißt in dem Fall die Europäer, insbesondere Franzosen, Deutschen, Briten, die mit dem Iran handeln wollen. Ich glaube, auch Italien hat da historische Verbindungen. Und das war dann, also das wurde genutzt. Die Bild-Zeitung hat einen großen Artikel darüber gemacht, der wirklich widerlich ist, wo Ken Jebsen als nicht nur Antisemit, er wurde dann im Rahmen der damit losgetretenen Berichterstattung auch als Holocaust-Leugner bezeichnet. Also es war unter aller Kanone und es war zu dem Zweck, um eben diese Institution zu torpedieren. Das heißt, die Bild-Zeitung hat im Interesse der, das sind in dem Fall die Amerikaner und der Israelis, gegen das europäische Interesse, was für einen vernünftigen Umgang mit dem Iran ist. Denn der hat sich ja immerhin an alle diese Abmachungen gehalten, dieses Vertrages, und die Amerikaner haben einfach gesagt, wir machen nur Verträge mit Leuten, die nicht darauf bestehen, dass wir sie auch einhalten. Also ich kann nur hoffen, dass Ken dagegen vorgeht, weil also das ist unterirdisch und ich kann nur hoffen, dass das ein böses Ende nimmt für die Bild-Zeitung. Aber guckt es euch an, ihr kriegt eben einen guten Einblick darüber, wer wie Journalismus betreibt. Das Interview ist hervorragend, guckt euch dann den Artikel an von der Bild-Zeitung und wenn man das getan hat, weiß man, woran man ist. Ja. Also Bild-Zeitung gehört natürlich aber auch zur Qualitätspresse, deswegen ist sie auf jedem Schreibtisch vorhanden, vor allen Dingen von den Redaktionen der einzelnen Zeitungen, weil ne, was und der die Politik Bild-Zeitung bringt, ganz ja, wichtig, was jeder die Bild-Zeitung bringt, kann man ja nicht ist voller Bild-Zeitung. Ja, ja aber bevor ich jetzt zu diesem tollen Artikel komme, der die ganze Zeit bei mir auf dem Tisch liegt, was auch ein Zeitungsartikel ist, sogar ein ganzes Dossier. Wollte ich nochmal sagen, also du hast ja mitbekommen, ich hatte so eine kleine Odyssee mit meinem Computer, ne? Also da war eine Platte defekt und ich kann ja mal, also das Zeug hier, ne? Das ist die Platte, die defekt war, habe ich jetzt auch schon groß markiert, erstmal mit Fragezeichen, aber die ist wirklich defekt, die hat es dann gerissen, die Platte. Ja, dann baue ich die aus und dann fing auf einmal die nächsten Platten an, hier rum zu spinnen. Ich habe dann also das Ganze im neuen Gehäuse verbaut und dann habe ich gleich, weil ich merkte, also das Ding hier, das tut's nicht so richtig. Das ist ein Kühler. Ne? Das ist schon ein riesengroßer Kühler hier. Guck dir das mal an, das Teil. Oh, okay. Ja, ne, das ist schon für die CPU, aber das ist so ein AMD FX-Prozessor mit 8 Kernen und irgendwie heizt der ohne Ende. Dann kannst du eigentlich gleich die Heizung rausschmeißen, kannst du gleich den PC anschalten. Das reicht vollkommen aus für die Wohnung. Und ja, also der Kühler hat es nicht getan. Jetzt habe ich einen doppelt so großen Kühler drauf. Der ist der Ventilator in der Mitte und außenrum die Kühlkörper. Ich kann mal hier so ein Bild zeigen davon. Jetzt ist er schön kühl. Das Problem war, dann fingen die nächsten Platten an zu zicken. Ich sage, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da wurden auch schon die ersten Verschwörungstheorien geäußert. Ist eventuell der Geheimdienst bei dir auf dem PC? Nein, es war ein einfaches Stromkabel. Das habe ich inzwischen weggeschmissen, zeige ich nicht mehr. Ich habe also, weil ich ja so viele Laufwerke im PC habe, musste ich also Weichen einbauen. Habe dann von diesem Molex-Stecker auf die SATA-Stromversorgung habe ich dann
Weichen eingebaut und die hatten einfach gar keinen Kontakt mehr. Ne? Und dann fingen die Platten an zu spinnen. Mal liefen sie, mal liefen sie nicht, mal liefen sie, mal liefen sie nicht. Und durch den Ausbau der Platte habe ich da irgendwie wohl so einen Wackelkontakt erzeugt. Ja. Bevor du so ein blödes Ding gefunden hast, vergehen erstmal wieder so 2-3 Tage und du sitzt davon und denkst, das kann nicht wahr sein, ich brauche den PC. Ne? Ja, okay. Das zu dem Teil. Kommen wir zum ersten schönen Teil der heutigen Sendung. Der Kurier am Sonntag, das ist diese scholle Zeitung hier, die hat einen Hauptartikel und zwar ein ganzes Dossier gemacht. Und zwar, da geht es um Weltmacht Wikipedia. Mhm. Ich habe dir das ja zugeschickt. Ja, und als dann Fotos denkt man zumindest natürlich, wenn man sowas liest, dann habe ich gedacht, oh, klasse, jetzt gehen die mal ran und gehen ins Eingemachte. Jetzt machen sie was. Ja, genau, ich wollte schon Fass öffnen, aber ich habe vor dem Fass öffnen nochmal reingelesen und dachte mir, das Fass kannst du doch stehen lassen. Mhm. Wir gucken uns das gleich mal an. Also der Kurier am Sonntag, die Nummer 221, und zwar vom 11.08.19, hat also ein siebenseitiges Dossier. Ich muss vielleicht sagen, woher der Kurier ist, ne? Dass man, da, genau, es geht um Österreich, genau. Genau, das ist eine österreichische Zeitschrift. Und wir erinnern uns noch über diese Ibiza-Affäre, über die dann der Strache oder Kickel, Kickel war das, ne? Oder nee, Strache ist gestolpert, mhm. und der Kickel war da jetzt im Interview nochmal. Naja, also die haben also vor der Europawahl hatten die so ihr kleines Pizzagate, oder nee, nicht Pizzagate, sondern Ibiza-Gate. Was ist das? Ja, genau. So, und ja, also jetzt gab es also ganz viele Artikel in dem Kurier über die Wikipedia. Mhm. So, und ja, was soll ich sagen? Interessant ist allemal, also erstmal die Überschriften, also sie haben also, das sind so 3-4 Artikel, 50 Jahre Internet, 30 Jahre WWW und Wikipedia wird volljährig, hurra. Mhm. Dann fangen die hier an mit dem Verkauf einer Sting-CD. Ich denke, was soll das denn jetzt? Also die fangen jetzt bei Adam und Eva an, ja? Also wann ist das Internet erfunden worden und was hat die Wikipedia damit zu tun? Ich dachte mir, okay, ein bisschen das Thema verfehlt, aber kann ja mal passieren. So, und Glauben heißt nicht wissen, war der nächste Artikel. Ja, okay, ideologische Einflussnahme, da haben sie es wenigstens mal so einigermaßen schon mal so ein bisschen touchiert, ne? Es gibt da halt irgendwie immer Versuche, das zu beeinflussen. Das Problem ist, wie auch auf Seite 4 hier, Wikipedia ein Fall für die Politik dann gezeigt wird. Also sie sagen immer, naja, es sind die Politiker, die von außen halt versuchen, ihre Artikel zu schönen. Mhm. Es ist immer dieselbe mehr. Das heißt, die Wikipedia an sich ist eigentlich ganz gut, aber da versucht immer jemand von außen irgendwie da reinzukommen und versucht irgendwas zu ändern. Ja. So ist die offizielle Darstellung und da müssen wir einfach sagen, es ist gelogen. Ja, ich frage mich aber, woher das kommt, dass wenn über die Wikipedia berichtet wird, also sozusagen in 100% der Fälle wird das dargestellt, als wenn Wikipedia an sich funktioniert. Es gibt halt irgendwelche bösen Kräfte von außen, immer von außen, die das am Funktionieren hindern wollen. Und das einzige Problem, was Wikipedia wirklich hat, ist, dass nicht genug Frauen da schreiben. Ja, das ist jetzt hast du mir schon wieder die Pointe weggenommen, verdammt. Genau. Also, warum ist es gelogen? Also, sie suchen sich einen kleinen Teil raus. Selbstverständlich gibt es die Manipulation von außen. Wenn wir darüber auch noch berichten würden hier in der Sendung, dann würden wir überhaupt nicht fertig werden. Das ist so unter ferner Liefen, weißt du? Also, das sind ja auch keine Veränderungen, die es irgendwie lange in die Wikipedia schaffen, weil die ja sofort entdeckt werden und korrigiert werden. Dann habe ich, ich kriege immer die Krätze, wenn ich hier sehe, was sie für Quellenangaben machen bei den Zeitungen. Dann haben sie hier, wo war das hier? Also auf der Seite 4 haben sie doch eine ganz tolle Grafik hier. Und da zeigen sie, ja, wie also die Zugriffszahlen sind in der Wikipedia von verschiedenen Artikeln, zum Beispiel von den Sebastian Kurz, Heinz-Christian Strache, Ibiza-Affäre, Brigitte Bierlein und so weiter. Also die Leute, die da irgendwie mit dem ganzen Ding zusammenhängen. Ne? Mhm. So, dann schreiben sie drunter, Grafik Ortega, Quelle Wikimedia Pageview. Welcher Benutzer, der sich das durchliest, weiß, was Wikipedia Pageview ist? Mhm. Können die keine vernünftigen Quellenangaben machen? Und hier haben wir jetzt mal exemplarisch gezeigt, wie das funktioniert. Also, wenn ich das mache, dann sehe ich hier die gleiche Grafik. Also, man findet das unter tools.wfmlabs.org/pageviews/ und dann Fragezeichen Prosekt gleich de.wikipedia.org. Da findet man das Tool, wo man für jeden Artikel die
Aufrufzahlen pro Tag oder pro Jahr oder wie auch immer abbilden kann. Und es, die Grafik ist eigentlich, man sieht es auch, die Grafik ist von dieser Seite. Bitte, warum haben sie denn die das nicht übernommen? Und warum schreiben sie nicht drunter, wo das Ding her ist? Stattdessen irgendwie die Grafik Ortega, nur weil da ein paar Modifikationen eingefügt wurden. Also wenn das irgendwie eine Arbeit gewesen wäre, da hätte ich schon mal ein bisschen Rotstift am Rand gehabt. Also das finde ich blöd. Also ich möchte bitte mal die vernünftigen Quellenangaben haben. Irgendwie Zeitungsschreiber, ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, da deine Kaste von Journalisten da, die haben irgendwie keinen Bock darauf, vernünftige Quellenangaben zu machen. Ja. Was sagst du dazu? Ja, aber finde ich jetzt keine wesentliche Angelegenheit, an der ich mich aufhalten möchte. Ja. Ah, okay. Gut. Und dann kommen wir natürlich zu dem Teil, was du gesagt hast. Die Seite 5 ist das. Ha! Und was schreiben die hier? 145 aktive Autoren. Vielfalt ergibt eine gute Neutralität. So, Dirk, hast du noch dein kleines verkrumptes Brechbecherchen? Silbernes Brechbecherchen, ja. Silber, ja. Also das ist, ja okay, das ist wieder das Gleiche. Also aber ich frage mich, warum die so eine Zeitung wie die Kronzeitung, ist das jetzt, ne? War sie... Das ist der Kurier. Der Kurier, nicht die Krone, also der Kurier. Warum die nicht in der Lage sind, das einfach mal gegen den Strich zu bürsten. Also das heißt, woraus besteht die Recherche? Aber da werden wir auch noch dazu kommen. Also das heißt... Also Moment, da muss ich mal einen eingrätschen. Das, was wir hier haben, Seite 5, ein Artikel von Barbara Wimmer. Und ich wiederhole den Namen, Barbara Wimmer. Das ist kein Journalismus, das ist Werbung. Die Wikipedia hat hier eine ganze Seite Werbung bekommen. Mal abgesehen von der Merkur-Werbung, die sich ja auch noch drauf findet auf der Seite. Ja? Das ist eine reine Werbungsseite. Eigentlich müsste man drüber schreiben, da gibt es doch irgendwie so eine so ein Gesetz. Also wenn du hier so einen Artikel hast, der so komisch aussieht, als ob es ein Artikel wäre, aber in Wirklichkeit Werbung ist, muss man oben wenigstens drüber schreiben, dass es Werbung ist. Mhm. Ne? Das fehlt hier, Leute, habt ihr vergessen. Ich will mal zeigen, woran ich das festmache, dass das hier Werbung ist. Kurier fragt also die Barbara Wimmer wird ja wohl das gewesen sein, die es gefragt hat. Wikipedia gilt als Hort des Wissens. Wie neutral sind denn die gesammelten Informationen? Sie macht hier Name-Dropping, also sie gibt schon die Stichwörter, ja? Und das geht in einer Tour so weiter. Wikipedia lebt von Spenden. Warum geben Leute lieber Geld, als selbst mitzuarbeiten? Ja, also Wikipedia lebt von Spenden ist schon die Werbeaktion, ja, das heißt schon klar im Klartext, Leute spendet. Warum hier jetzt also die Spendenadresse nicht angegeben wurde, ist bleibt immer noch fraglich. Ne, wie wirkt sich das postfaktische Zeitalter, bei dem die Wahrheit oft mehr im Glauben zu tun, oft mehr mit Glauben zu tun hat als mit Wissen auf Wikipedia aus? Jetzt kann also dann die Dame, die da antwortet, das ist die Claudia Garat, die nämlich Repräsentantin der Wikimedia in Österreich ist. Also die ist da in dem Wikimedia-Verein drin. Mhm. So, kann da eine schöne Antwort geben. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast. Auch bei den Wikipedia-Autoren liegt der Frauenanteil nur bei 10-15%. Mhm. Wie kann man da von Diversität sprechen? Das ist ein ganz entscheidendes Argument, ja. Also das wieder, Wikipedia hat keine Probleme, außer diesen modernen Problemen. Es sind nicht genug Frauen da. Aber wie kriegen die das hin, dass diese Sache, die ja auch wieder, wie du sagst, eine Werbung dafür ist, dass eigentlich sie hätten gern mehr Frauen, damit sie sagen können, dass ihre Quote größer ist. Wie kriegen die das hin, dass die Journalisten eigentlich das schreiben, was Wikipedia dazu verlautbart? Das finde ich doch interessant, ja. Also es gibt überhaupt keine kritische Haltung Wikipedia gegenüber, sondern Wikipedia ist sowas wie das Rote Kreuz, wenn es Blutspenden einsammelt für Operationen in Krankenhäusern, so ungefähr. Wer kann was dagegen haben? Aber es gibt ja wohl Gründe, Wikipedia kritisch zu beleuchten, was wir jetzt ja mittlerweile über ein Jahr machen oder länger als ein Jahr. Es erreicht aber diese Art von normalen Journalismus überhaupt nicht, ja? Sondern dort wird gelobhudelt. Absolut erstaunlich. Ja, also interessant ist aber auf der Seite 4 haben sie dann doch ein paar interessante Informationen hinterlassen. Also ich weiß nicht, ob sie es wollten. ich zeige das mal hier. Kurier am Sonntag, Nummer 221 vom 11.8.19, Seite 4. Da steht doch ganz unten links im Absatz,
Das kritische Berichterstatter, das, also es geht um einen Benutzer, der heißt kritischer Berichterstatter. Also nicht Bericht-Berichterstatter, den kennen wir ja auch schon. Mhm. Es gibt auch jemanden, der heißt kritischer Berichterstatter. Also jetzt schreiben die hier, dass kritischer Berichterstatter parteipolitische Interessen verfolgt, hält auch Thomas Planinger für plausibel. Planinger ist das österreichische Wikipedia-Urgestein und Vorstandsmitglied im österreichischen Wikimedia-Verein. Mhm. Okay, erstes Datenpaket. Zweites Datenpaket. Außerdem hat Planinger als Administrator, also als offizieller Wikipedia-Mann, Zugriff auf die IP-Adressen der User. So sieht er, wenn jemand aus einer Parteizentrale oder dem Parlament an einem Artikel herumdoktert. Mhm. So, also, dieser Herr Planinger ist gleichzeitig Administrator und ist Vorstandsmitglied im österreichischen Wikimedia-Verein. Ja, wie wir wissen, sind das zwei vollkommen verschiedene Kontinente, die nie etwas miteinander zu tun haben, die gerade davon wissen, dass es sie weit hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen möglicherweise gibt, weil es sagenumwobene Reiseberichte davon gibt, ja. Und in Wirklichkeit ist das immer eine Suppe. Sie sitzen immer im gleichen Topf, ja, und werden da, rühren sich selber um. Ja? Also. Die deutsche Wikimedia, der deutsche Wikimedia-Verein, der legt ja unheimlich Wert darauf bei Gerichtsverhandlungen, dass die Mitglieder, die in der Wikimedia arbeiten, vor allen Dingen die Vorstandsmitglieder, die oder die im Präsidium, haben nichts mit der Wikipedia zu tun. Damit sie nämlich sagen können, nee, wir können da gar nichts machen. Also das machen ja irgendwelche Benutzer, wir haben damit nichts zu tun, deswegen sind wir nicht dafür zur Verantwortung zu ziehen für irgendwelche Sachen, die da in der Wikipedia schieflaufen. Mhm. Das ist ja genau deren Argumentationsmuster. Jetzt haben wir bei dem Filter 248 nachgewiesen, dass dieser Harald Krieche gleichzeitig Präsidiumsmitglied ist und gleichzeitig als Administrator den Filter 248 betreibt, der ein Upload-Filter ist in der Wikipedia und nicht unerheblichen Einfluss auf das nimmt, was in der Wikipedia passiert. Ja, zum Beispiel kann man da das Portal Psiram nicht austragen und Verschwörungstheorien und Antisemitismus und all solche Begriffe sind da auch noch mit drin in dem Filter. Ja. Das heißt also, das ist also ganz klassischer Upload-Filter, ein Zensurfilter. Mhm. Ja? Und der greift also ganz aktiv ein. Jetzt sehen wir hier, dass ein Thomas Planinger ziemlich genau eine ähnliche Funktion hat. Also jetzt, er betreibt ja wahrscheinlich keinen Filter, aber er ist Administrator und ist gleichzeitig Vorstandsmitglied der österreichischen Wikimedia Foundation. Mhm. Und der Name ist mir nicht ganz unbekannt, weil es gab ein Interview mit dem Thomas Planinger. Und zwar ist der von dem Herbert Gnauer interviewt worden, der mich auch schon mal interviewt hatte, nämlich bei Idealism Prevails. Mhm. So. Und das Interview mit dem Thomas Planinger fand ich persönlich unterirdisch, weil es butterweich war. Es war genau wie diese Seite 4, die ich hier gerade gezeigt habe, hätte das als Dauerwerbesendung gekennzeichnet werden müssen. Mhm. Ja, und es waren butterweiche Fragen zur Wikipedia, es ging nicht auf den Kern. Und was mir dann noch aufgefallen ist, dieser Thomas Planinger, habe ich mal geguckt, macht er denn jetzt wirklich nur administrative Aufgaben in der Wikipedia oder macht er mehr? Na klar, macht er nicht nur administrative Aufgaben, ja. Denn er schreibt zum Beispiel hier als Plani, so ist sein Account in der Wikipedia, zu einem gewissen Herrn Christoph Weibel, das ist ein Politiker aus Österreich, unterträgt er bei dem Politiker einen Absatz ein, zum Beispiel für die Landtagswahl in Vorarlberg wurde Weibel erneut auf dem vierten Listenplatz der FPÖ Bezirksliste Dornbirn platziert. Aber also das ist also ganz klar, dieser Thomas Planinger ist politisch in dem politischen Teil der Wikipedia aktiv, ja, kann man ja nicht anders sagen. Und rate mal, in welchem Artikel er noch aktiv ist als Administrator diesmal. Amadeo Antonio. Ich hätte auch nie in der Wette darauf abgeschlossen, weil wir haben es vor der Sendung besprochen. Aber ich kriege jetzt meine Alster. Ich habe doch Bestechung. Wir haben doch Bestechung. Ja, ja, genau. Die Amadeo Antonio Stiftung. Nein! Ich hab gedacht, ich falle hinten über, als ich das wieder gehört habe. Ja, komm, Achtung, wirklich normal. Wir machen das nochmal. Achtung. Nein! Doch! Ah! Ja. Also, worum ging es denn da schon wieder? Und also, täglich grüßt das Murmeltier, ja. Also er schreibt bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, schütze den Artikel Amadeo-Antonio-Stiftung, wiederkehrender Vandalismus. Mhm.
Nachdem der letzte Schutz von 6 Monaten nicht ausreichend war, nunmehr ein Jahr Halbschutz. Es dürfen nur angemeldete, nicht neue Benutzer hier reinschreiben. Und das ist so, verschieben kann man es auch nur mit angemeldet und nicht neuer Benutzer. Ja. Ich glaube, ich spinne. Jetzt die Frage, was wurde denn da eingetragen? Ja. Also was ist dieser Vandalismus, weswegen dieser Artikel gesperrt werden musste? Ja, und da hat jemand also mehrfach eingetragen. Ich habe nur mal ein Beispiel genommen, das geht also über mehrere Sachen hinweg. Dass die Amadeo-Antonio-Stiftung ist eine als gemeinnützig anerkannte AfD-kritische Stiftung. Mhm. Deutschen Rechts und so weiter, mit bürgerlichem Sitz. Also da schrieb jemand ein, dass die AfD-kritisch ist und das muss ausgetragen werden. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ist das sachlich korrekt? Ist das eine sachlich korrekte Einordnung oder nein? Mhm. Und Dirk, was meinst du? Naja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass das nicht falsch ist. Ja, das ist auf jeden Fall einer ihrer zentralen Gegenpunkte, jetzt von der politischen Seite. Ja, also ihre Selbstdefinition ist ja gegen Hate Speech und so weiter, weswegen sie ja unbedingt mit der Julia Schramm zusammenarbeiten mussten. ihre Selbstdefinition ist auch gegen Nazis. Und gegen Nazis, Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bombe, genau. Alles feuerfrei, und das war sie, ja. Was sie gemacht haben, ist, sie haben eine Publikation gerade rausgebracht, und zwar Demokratie in Gefahr, mhm. Eine Handlungsempfehlung zum Umgang mit der AfD. Mhm. Und in dieser Broschüre haben sie selbstverständlich nur in höchsten Tönen die AfD gelobt, dass das doch eine demokratische Partei wäre und dass die in der Mitte des politischen Spektrums verortet wären und dass die natürlich selbstverständlich, weil sie ja nicht vom Verfassungsschutzgericht oder von irgendwelchen anderen Instanzen verboten wurde, eine demokratische Partei ist und weil man mit dieser, dass man mit dieser Partei dann auch entsprechend im demokratischen Kurs, Diskurs verfahren müsste. Mhm. Nein, das haben sie natürlich nicht gemacht. Mhm. Also sie haben das ganze Gegenteil davon geschrieben. Sie haben geschrieben, dass die AfD eine, also der parlamentarische Arm der NPD quasi ist, ja. Mhm. Zumindest sinngemäß haben sie es da so geschrieben. Und das geht in einer Tour so weiter. Das heißt also, sie vergleichen die AfD an mehreren Stellen mit rechtsradikalen Organisationen und geben Handlungsempfehlungen, wie man diese AfD aus dem politischen Diskurs raushält. Also ist ja eine sozusagen auch eine Möglichkeit, sollte eben entsprechend aber nur deklariert werden. Und wenn Sie sagen, wenn jemand einträgt, AfD-kritisch, ist das in dem Fall damit belegt, ja, mit ihrem eigenen Verhaltensweisen. Und das müsste auf jeden Fall drin stehen können. Aber wie gesagt, also diese Merkwürdigkeit, woher kommt diese große Nähe, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, zwischen Wikipedia und Amadeo Antonio Stiftung? Also das... Ja. Also wenn ich das so betrachte, haben wir offenbar ähnliche Verhältnisse, ähnliche politische Verhältnisse auch in Österreich wie in Deutschland. Ja? Also, wir sehen die Amadeo-Antonio-Stiftung, also Entschuldigung. Ist die auch in Österreich aktiv eigentlich? Das weiß ich nicht. Mhm. Gehen wir mal davon aus, dass ja. Also sie ist ja im ganzen deutschsprachigen Bereich aktiv, ne? Also allein schon wegen der Sprache. Wir wissen ja aus unserem Termin beim österreichischen Parlament, dass die Antideutschen in Österreich sehr wohl sehr aktiv sind. An den Unis, genau. Und auch in den Medien. Ne? Genau. Das wäre ja dasselbe Milieu, könnte man sagen, ne? Also genau. Von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Was mich daran wirklich erzürnt ist, die Amadeo-Antonio-Stiftung kriegt einen nicht unerheblichen Teil ihrer Finanzen vom Staat. Mhm. Und zum Beispiel vom Familienministerium, von der Frau Schwesig. Das war zumindest damals die Frau Schwesig. Wer ist das jetzt? Ich weiß es gar nicht. Mhm. Ist immer noch die Frau Schwesig? Mhm. Und das ist ein SPD-geführtes Ministerium. Ja? Yeah. Das heißt also, wir könnten mindestens annehmen, dass hier eine Stiftung von einer Partei gepäppelt wird, nämlich der SPD. Und diese Stiftung geht gegen eine andere politische Partei offensichtlich vor, also gegen die AfD. Und jetzt könnte man denken, ist das jetzt eventuell so, dass die SPD die Amadeo-Antonio-Stiftung wissentlich oder unwissentlich nutzt, um die AfD loszuwerden? Ja? Mhm. Ich würde natürlich sagen, nein, also wir haben hier nichts abgesprochen, das machen wir alles aus Eigeninitiative, ja? Aber sie kriegen Geld vom Staat. Für mich die Frage, würden die von der SPD Geld bekommen, wenn die Amadeo-Antonio-Stiftung gegen die SPD vorgehen würde? Mhm. Weil das dann vielleicht vorgeblich eine staatsgefährdende Partei ist, was auch immer. Mhm. Ja? Die Frage können wir uns ja wohl beantworten. Natürlich würden sie kein Geld bekommen.
Ja? Also die Frage ist, darf die denn überhaupt sowas? Also ist da eine Stiftung, die vorgeblich eine private Organisation ist, die aber ganz viel Geld aus dem Staatssäckel bekommt? Ja, über eine Million, ne? Also um das mal. Ja, natürlich, genau. Und das ist glaube ich auch der größte Batzen, den sie bekommt von allen Geldern, die da irgendwie eingehen. Ja, also darf so eine Organisation dann auf einmal politisch aktiv werden und so in die Politik eingreifen? Also nach meinem Dafürhalten, nein, darf sie nicht. Mhm. Na? So, ja, und dann ist mir noch was aufgefallen, da war ich allerdings... also nach Schwesig kam nochmal Frau Bali und jetzt Frau Giffey, ja? Also Schwesig ist schon relativ 2017 oder sowas war die dran, ja? Aber die haben ja unter den neuen, sind ja die Gelder nicht eingedampft worden, sondern ganz im Gegenteil noch erweitert worden, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, ne? Also ist auch verlängert worden. Genau, es gab ja sogar Leute auf dem Pax Terra Musica, die mit einem Beutelchen der Amadeo Antonio Stiftung rumgelaufen sind, ja? Okay. Mhm. Ziemlich namhafter jemand war das, der da rumgelaufen ist auf dem Pax Terra Musica mit dem Beutel von der Amadeo Antonio Stiftung. Ich dachte, ist das ein Witz oder meint er das ernst? Und er sagte dann, Zitat, ja, die machen doch auch gute Sachen. Ich lasse das mal so im Raume stehen. Ja. Antidemokraten, die sich hier unter uns wandeln und halt machen können, was sie wollen und die attackieren dann andere und vergiften den demokratischen Diskurs, ja. Ah, das ist genau die Truppe von Leuten, die ich mag. Ja. Okay. Noch etwas, was ich total gemocht habe, war, also dieser Herbert Gnauer führt also ein Interview mit dem Thomas Planinger. Das wird dann halt bei der Idealism Prevails hochgeladen. Ich dachte so, oh, da kommt ein Interview mit einem Wikimedia-Vertreter. Guckst du dir mal an. Und ich fiel fast hinten über, weil da so einige Sachen nicht so ganz korrekt waren. Mhm. Und jetzt... steht hier in den Kommentaren drin, ich blende es ein, also da haben sich Leute beschwert, dass da Kommentare verschwunden sind. Dann schreibt der Herbert Gnauer, durch den Tausch des ursprünglichen Videos gegen die auf Markus Fiedlers Wunsch angefertigte Schnittfassung sind leider die bereits abgegebenen Kommentare verloren gegangen. Bitte das nicht als Zensur zu interpretieren, der Grund liegt ausschließlich in der Systematik von YouTube. Ja, wie war das denn? Erzähl doch mal. Ja, also Herbert, ich muss an dieser Stelle sagen, ich glaube an dieser Stelle habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte gleich mit dem Rechtsanwalt wedeln sollen, weil das geht mir jetzt langsam auf den Keks, muss ich ehrlich mal sagen. Also, es ist eine ganz klare Falschaussage in der Sendung drin gewesen und wie soll ich sagen? Also, es wurde behauptet, dass ich in den Artikel von Daniele Ganser geschrieben hätte. Habe ich nie gemacht. Ich habe in die Diskussion von dem Artikel zu Daniele Ganser habe ich was reingeschrieben. Einmal, oder? Und genau. Und weil jetzt behauptet wurde in dem Podcast, ich hätte in den Artikel reingeschrieben, wurde zusätzlich behauptet, naja, dann hat sich der Herr Fiedler ja auch an dem Edit War beteiligt. Ist ja kein Wunder, dass er gesperrt wurde. Mhm. Eine Unverschämtheit. Vor allen Dingen, weil der Herbert Gnauer, der hatte mich ein Jahr vorher interviewt, also er hat lange Zeit genug gehabt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir sind ja auch damals auf das Thema eingegangen. Mhm. Ja. Und ich meine auch, dass ich ihn korrigiert habe an der Stelle, weil er fragte mich auch schon mal sowas. So. Und jetzt habe ich ihm einen Brief geschrieben. Und den werde ich jetzt einfach, also es ist natürlich, ich kann jetzt nur meine Sachen zeigen aus der langen Konversation. Also ich habe geschrieben, hallo Herbert, wir müssen sprechen. Dein letzter Podcast strotzt vor falschen Tatsachenbehauptungen. Kannst du gerne alles machen, nur zu meiner Person hätte ich gerne, dass die Wahrheit verbreitet wird. Ja. Ihr behauptet im Podcast, dass ich den Wikipedia-Artikel von Daniele Ganser verändert hätte und hätte mich damit an einem Edit War beteiligt. Das ist falsch. Ja. Ich habe lediglich einen Beitrag in die Diskussion geschrieben. Dieser wurde gelöscht und danach habe ich den Beitrag wieder neu eingestellt, was letztendlich zu meiner Sperre führte. Ich habe also nie an einem Edit War teilgenommen. So, es sind noch ein paar andere Sachen drin. Ja. Zum Beispiel ging es um die Gemengelage, ja, da wurde also gesagt, ja, das mit dem Daniele Ganser Artikel, das ist ja so ganz, ganz kompliziert ist das und das ist also ziemlich unübersichtlich, die Gemengelage. Das war die Aussage in dem Podcast und dazu schreibe ich dann, die Gemengelage ist doch relativ eindeutig beim Artikel von Daniele Ganser. Der Artikel wurde ab Januar 2014 frisiert und zwar von Copilot und Konsorten, habe ich schon gesagt, und keiner hat Copilot, Vieh, Emburg, Jonas da, JD, JKB etc. ausgebremst. Dann zu behaupten, Daniele Ganser hätte in einem Video zu einem Edit War aufgerufen, welches erst gegen Ende 2014 aufgezeichnet wurde und 2015 erst online ging, ist schon ein starkes Stück.
Der Edit War war bereits im Gange und zwar losgetreten von Co-Pilot und Co. Ihr seid nicht in der Lage, genau einen Sachgehalt genau darzustellen und das, obwohl ich die gesamte Vorarbeit geleistet habe und alles mit über 200 Fußnoten bequält vorliegt. Das Ergebnis war, dass er sich dann noch zierte und das dauerte also Ewigkeiten, für mich gefühlt, ich weiß, 5 oder 6 Tage, bevor dann endlich mal dann eingesehen wurde, okay, wir müssen eine neue Verfassung machen, ja, also von dem Podcast. Das ist keine vernünftige journalistische Arbeit, das ist Schrott, was da gemacht wird. Ja, und ich vermeide jetzt das andere Wort mit SCH. Ich wäre dankbar über jemanden, der kommt und sagt, Herr Fiedler, Sie haben da einen Fehler gemacht, Ihre Fußnote sowieso oder Ihr Teil von der Sendung sowieso, der ist sachlich falsch, weil das folgendermaßen ist. Gucken Sie sich bitte folgende Quelle an. Das wäre ja mal eine vernünftige Geschichte. Das, sowas kommt ja ab und zu auch mal und dann verbessern wir das. Und das trage ich ja auch schon die ganze Zeit immer in die entsprechenden Skripte ein, die es ja zu den Dokumentationen gibt. Aber sowas kommt ja gar nicht. Es kommt immer so etwas, wo zwischen den Zeilen irgendwas behauptet wird, wo so Behauptungen aufgestellt werden, wie hier mit dem Edit War, die einfach sachlich komplett falsch sind. Ja, und dann wird dann etwas irgendeine Argumentationslinie draus gestrickt. Ja. Nur, dass man also niemals denken könnte, es gäbe in der Wikipedia ein Problem, nämlich eine Seilschaft, die die Wikipedia von innen heraus manipuliert und nicht irgendwelche Politiker, die von außen irgendwelche Manipulationen in die Wikipedia einfügen. Okay, ja. Der eigentliche Teil der heutigen Sendung dreht sich aber um was ganz anderes. Der dreht sich nämlich um Markus Frohnmeier. Was weißt du über Markus Frohnmeier? Leg mal los. Ich weiß, dass es ein AfD-Politiker ist und dass von ihm behauptet wurde, dass er quasi als Einflussagent Putins im Deutschen Bundestag arbeitet. Wäre das eine richtige Zusammenfassung so ungefähr? Ich glaube ja, Marionette Moskau ist glaube ich so. Ja, genau. Dezenter Unterschied. Also sozusagen, dass darum ging es. Also dass jemand, der im dezidiert... Also den Markus Gnauer quasi, Entschuldigung, also den sozusagen den Einflussagenten in der Öffentlichkeit macht, ja. Aha, ja. Genau, und also Marionette Moskaus und da ist eine E-Mail aufgetaucht und diese E-Mail würde also beweisen, dass dieser Markus Frohnmeier also ein direkter, unter der Einflussnahme von Moskau stehen würde. So ungefähr war das, nicht? Herausgebracht hat, das war das unter anderem Frontal 21, ja, und auch der Spiegel. Ne? Genau, ja, auch. Und da ist jemand unterwegs, nämlich von antispiegel.ru und das ist der Thomas Röper. Und das könnten wir beide jetzt natürlich so super gut erzählen, aber ich dachte mir, das mache ich ja immer gerne, wenn also irgendjemandem die Lorbeeren gebühren, dann sollte man ihn auch am besten live und in Farbe in die Sendung holen. Das haben wir gemacht. Also ich habe den Thomas Röper interviewt. Man kann auch sagen, Thomas Röper ist auch, kann man empfehlen, also sitzt in Russland und macht in dieser Hinsicht... Das Gleiche, aber er macht in dieser Hinsicht das Gleiche, was Marc Mobil macht, also von vor Ort sozusagen jemand mit Kenntnis, also eigentlich Korrespondent, kann man sagen, und der macht sehr gut. Ja. Also Thomas Röper ist zu empfehlen, also erstmal anti-spiegel.ru, glaube ich, war das, oder Antispiegel, ich habe es nachgeguckt. Also der Thomas Röper ist zu empfehlen und wer was von ihm sehen möchte, der kann das inzwischen auch im Rubicon, glaube ich, da hat er einen Artikel geschrieben, ansonsten gehen Sie bitte auf seine eigene Seite, antispiegel.ru, ich habe es hier eingeblendet, ja. Wunderbar. Und langer Rede, kurzer Sinn. Schauen wir doch einfach mal rein in das Interview mit dem Thomas Röper. Jetzt geht's los. Ja. Film ab. Guten Tag, Herr Röper. Hallo, Herr Fiedler. Herr Röper, wir kommen zusammen in einem Interview, weil es eine ganz interessante Entwicklung gegeben hat, und zwar zum Thema Markus Frohnmeier. Das geisterte ja vor einigen Wochen durch die Presse, dass dieser Markus Frohnmeier eine Marionette Moskaus, speziell von Wladimir Putin sein sollte. Und Sie haben etwas sehr Interessantes dazu herausgefunden. Und bitte geben Sie uns mal einen kurzen Einblick in die Thematik. Also einmal ganz kurz schildern, was war denn Öffentlich-Rechtlichen zu sehen? Was war in den privaten Mainstream-Medien hier im Westen zu sehen? Und was haben Sie herausgefunden? Ja, zu sehen war überall das Gleiche. Also es ging um eine ganz exklusive Enthüllung, die mehrere deutsche, also europäische Medien, da war die italienische Repubblica dabei, Spiegel,
glaube Süddeutsche, war ich gerade dabei, und auf jeden Fall BBC noch. So, und die haben also enthüllt, dass der Kreml angeblich einen deutschen AfD-Abgeordneten in der Tasche hätte, so war das, wurde es genannt. Sie würden ihn komplett von Russland aus steuern können. Und ja, die Geschichte fand ich ein bisschen merkwürdig, dann habe ich mal recherchiert. Und es stellte sich raus, dass die Geschichte ziemlich ausgedacht ist. Also zunächst mal konnte das schon jeder interessierte Leser eigentlich sehen, wenn er sich den Spiegelartikel angeschaut hat und gesehen hat, auf welche Quelle man sich bezieht. Sie haben sich bezogen auf das Dossier Center, das ist eine Organisation von Chodorkowski. Der Mann ist ein ausgewiesener Putin-Gegner, das darf man sein, aber er ist eben damit auch keine neutrale Quelle. So, ich habe mir die Sache dann näher angeschaut, oder besser gesagt, bin darauf... Ja, ganz kurz, dieser Chodorkowski, der Name sagt mir was, aber in welchem Zusammenhang tauchte der schon mal auf in den Medien? Chodorkowski war ein Mafiosi, was man dann später Oligarch nannte. Der hat sich also in den 90ern mit ziemlich illegalen Methoden, wie es alle gemacht haben, da ist er nicht besser gewesen als die anderen, ein Vermögen zusammengeklaut in Russland. Und als Putin an die Macht kam, hatte er nun das Problem, er konnte das alles nicht rückgängig machen. Die 90er waren komplett ungesetzlich, all die Privatisierungen. Das konnte Putin aber nicht rückgängig machen komplett, weil er natürlich das Problem hatte, stell dir vor, ein Oligarch klaut sich irgendwo ein Grundstück zusammen durch Bestechung, verkauft das an eine deutsche Firma, die baut dann eine Fabrik. Dann müsste die deutsche Firma enteignet werden. Das heißt, Putin hätte sämtliche Investoren aus dem Land gejagt. Das konnte er nicht. Und dann hat er den Oligarchen einen Deal angeboten, hat gesagt, ab heute arbeitet ihr legal, zahlt die Löhne pünktlich, zahlt eure Steuern und so weiter. Und dann machen wir Strich drunter, vergessen die Vergangenheit. Wenn sie nicht dran hält, da darf der Staatsanwalt ermitteln. Es gab ein paar schlaue Oligarchen, die haben gesagt, sie wollen weitermachen wie in den 90ern. Die haben das Land verlassen, das waren Gosinski, Berezovsky und so weiter. Und dann gab es einen ganz schlauen, der meinte, er könnte seine Ölfirma noch schnell an BP verkaufen, das war Chodorkowski. Das hat nicht geklappt, der wurde dann verhaftet und wurde verurteilt. Was in Deutschland ja gerne dargestellt wird als der böse russische Staat, Unterdrückung und so. In Wahrheit hat der Europäische Gerichtshof das gesamte Urteil anerkannt, die haben nur die Haftbedingungen kritisiert. Das heißt also, wir reden bei Chodorkowski von einem rechtmäßig verurteilten Steuerhinterzieher und Betrüger. So, den hat Putin irgendwann begnadigt nach 10 Jahren oder wie lange das auch war. Und nun sitzt der Mann mit dem Rest seines Vermögens, man spricht so von 2 Milliarden, sitzt er in der Schweiz und macht von da aus wieder Wetter gegen Putin. Das ist also Chodorkowski. Das ist ja ein netter Deal, ne? Also eingesessen und dann 2 Milliarden bleiben übrig, das ist ja... Ja, und der hat ein bisschen Geld im Ausland, der hat da so einen Fonds, den hat er mit anderen zusammen, es ist ein bisschen streitbar, wie viel davon wem gehört und was da genau drin ist, aber es sind schon noch Milliardenbeträge. Okay. Dieser Chodorkowski hat jetzt also eine, wie nannten Sie das? Dossier Center heißt das. Dossier Center aufgemacht, und dieses Dossier Center ist die Quelle für die Medienberichte gewesen, die zu dem Herrn Markus Frohnmeier waren. Genau. Die haben also behauptet, das wäre jetzt ein Kreml-Agent. Und als Beleg haben sie eine E-Mail vorgelegt, mehr hatten sie nicht. Und die E-Mail, ich muss jetzt zugeben, das war jetzt nicht ganz meine Idee. Ich bin darauf gekommen durch einen russischen YouTube-Blogger, der für Russen Meldungen aus Deutschland ins Russische übersetzt. Der hat einen Beitrag gemacht, wo das Thema am Rande kam. Und zwar hat er festgestellt, dass die E-Mail komplett gar nicht zu den Leuten gehören kann, die da genannt sind. Ich habe ihn angerufen, ob ich das Material nehmen kann, durfte ich, und dann habe ich daran weiter recherchiert. Und das Ergebnis war folgendes, die E-Mail, ich habe das auch in meinen Artikeln, die Links haben Sie ja, die können Sie dann zeigen, da habe ich das auch alles per Screenshot drin. Das heißt also, die E-Mail, die Frontal 21, die waren auch noch im Boot bei der Enthüllung, also jetzt Chronologie, Donnerstag, ich glaube es war der 4., bringt das ZDF und Spiegel die ersten Meldungen. Und die weisen darauf hin, wir haben da eine Geschichte, und auf ZDF lief auch ein Trailer dazu, und im Frontal 21 sollte das am folgenden Dienstag zeigen. So. Und da konnte man also diese E-Mail sehen, die wurde gezeigt. Und da konnte man erstens sehen, dass sich da die russischen, also ein russischer Mitarbeiter der Duma, des Parlaments, und ein Kreml-Mitarbeiter, die sollen eben besprochen haben, dass sie den Frohnmeier in der Tasche haben. Und haben das Ganze aber per E-Mail besprochen über Yandex-Accounts. So, Yandex ist sowas wie Gmail oder GMX, ein öffentlicher Account. Ich kann mir nicht vorstellen, dass weder in Russland noch in Deutschland noch in Amerika Regierungsmitarbeiter geheime Operationen über GMX-Accounts besprechen. Da haben sie ihre eigenen, wahrscheinlich auch verschlüsselten
internen E-Mail-Accounts. So, das waren zwei Yandex. Ist die E-Mail verschlüsselt übermittelt worden, also zum Beispiel über PGP, also Pretty Good Privacy, verschlüsselt oder sowas in der Richtung? Das konnte ich aus der E-Mail nicht ersehen. Sie haben die Screenshots, dann können Sie reinschauen. Ich glaube nicht. Also es war wirklich ein ganz normaler Yandex-Account. Also in Klartext ist sie übermittelt worden, wie man das üblicherweise bei E-Mails macht. Ja, also ganz normal Yandex. Zwei Yandex-Adressen miteinander. Markus Fonmeier, heute 28-jähriger AfD-Bundestagsabgeordneter, ist offenbar im letzten Bundestagswahlkampf auf das Radar russischer Staatsmächte geraten. Das legt eine E-Mail nahe, die dem ZDF und dem Spiegel vorliegt. Geschrieben vom Mitarbeiter eines Duma-Abgeordneten im April 2017. Empfänger ist ein hoher Beamter der Regierung Putin. Im Anhang der Mail wird der Kandidat Markus Fronmeier so beschrieben. Ergebnis: Im Bundestag wird es einen Abgeordneten geben, der zu uns gehört und den wir absolut unter Kontrolle haben. Mit seiner Hilfe können unsere Leute zudem eine Non-Profit-Organisation gründen, die beim Bundestag registriert wird und über die pro-russische Positionen vorangebracht werden können. Und dann hat der, das war der größte Trick, der YouTube-Blogger Daniel ist auf die Idee gekommen, das mal zu googeln, also die Yandex-Adressen. Und siehe da, der russische Parlamentsmitarbeiter Pyotr Primyak, um den es geht, der die E-Mail geschrieben haben soll, der hat mit dem Account überhaupt nichts zu tun. Der gehört einem Philipp Primyak und das ist kann man rauskriegen, wenn man Russisch kann, weil der, also von dem steht die E-Mail offen im Netz, weil der sich mal bei seiner Hausverwaltung beklagt hat über eine fehlerhafte Nebenkostenabrechnung. Und das steht auf deren Seite. Wie lautete jetzt die E-Mail-Adresse? pprimyak@yandex.ru. Und die soll vorgeblich einem Pyotr Primyak gehört haben, einem Mitarbeiter von einem Duma-Abgeordneten. Genau so ist es. Und gehört aber in Wirklichkeit? Philipp Primyak, irgendeinem ganz normalen Menschen in Moskau, der gar nicht weiß, was ihm passiert ist. Denn in der E-Mail, die er geschrieben hat, war auch seine Telefonnummer. Und dann bin ich ja schnell, habe ich den angerufen, habe gesagt, guten Tag, der und der bin ich. Und dann war der schon etwas skeptisch, so deutscher Akzent. Und dann sage ich, ja, Sie sind gerade hier im Zentrum eines deutschen Medienskandals. Darf ich mal fragen, ist das Ihre E-Mail-Adresse? Er sagte, ja. Und dann sagte er, wie Medienskandal? Ja, fing ich an zu erzählen. Sagte er, ich will damit nichts zu tun haben und aufgelegt. Und der war danach auch nicht mehr zu erreichen. Also ich habe dann mal versucht, ihm klarzumachen, dass ich ihm nichts Böses will. Habe ihn auch von Russen anrufen lassen, dass der nicht vom Akzent erschrocken wird. Der ist nicht mehr ans Telefon gegangen. Also der hatte keine Lust. Okay, aber wir können feststellen, aufgrund Ihrer Recherche wissen wir, dieses p.premiak.yandex.ru, diese Adresse gehört nicht einem Pyotr Primyak, sondern gehört dem ganz normalen Bürger Philipp Primyak. Ja, von dem ich sonst weiter nichts weiß, außer seiner Telefonnummer, die in der E-Mail eben auch genannt ist. Okay, aber wir haben ja schon mal die Bestätigung bekommen telefonisch, dass es seine E-Mail-Adresse und keine andere. Das heißt also, diese Recherchen stimmen. Und jetzt wird aber dieses pprimyak@yandex.ru wird jetzt von dem Frontalmagazin dem Pyotr Primyak zugeordnet. Und dieser hätte darüber geheime Informationen der Öffentlichkeit zugespielt. Nicht der Öffentlichkeit, sondern geheime Informationen mit irgendjemandem ausgetauscht bezüglich Markus in der Kremlverwaltung sitzen soll, ja. So, jetzt ist also, die Wahrscheinlichkeit für mich, also dass die E-Mail-Adresse stimmt nicht. Kann denn jemand diese E-Mail-Adresse gehijackt haben, um halt diese Informationen auszutauschen? Macht das Sinn? Natürlich, also jeder Geheimdienstmitarbeiter klaut meine E-Mail-Adresse, um über meinen Account geheime Informationen zu besprechen. Natürlich macht es keinen Sinn, ist Quatsch mit Soße. Also ich habe dann noch weiter recherchiert. Ich habe dann ja den Artikel veröffentlicht am Montag. Das war ganz interessant. Das war nämlich der Tag auch, wo der Spiegel mit seiner Artikelstory rauskam zu dem Thema. Die haben das ja zur Titelstory gemacht. Und wir kennen das ja von Spiegel Online. Wenn der Spiegel eine Titelstory hat, dann wird die ganze Woche bei Spiegel Online beworben mit Themenartikeln dazu. Und ich habe dann am Montag diesen Artikel rausgebracht, in dem ich eben erklärt habe mit Screenshots und allen Belegen, dass das Ganze eine gefakte Geschichte ist. das führte dazu, dass der Spiegel nach Veröffentlichung meines Artikels die gesamte Fronmeier-Affäre, wie sie ja genannt hat, nicht mehr erwähnt hat. Das kann jeder mit einer Suche im Spiegelarchiv nachprüfen. Ab 8. April, wo ich das geschrieben habe, gibt es da nichts mehr zu im Spiegel. Da hatten sie keine Lust mehr, das zu schreiben. Ist natürlich alles Zufall, weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, ich habe veröffentlicht, das Datum kann man sehen und man kann im Spiegelarchiv nachschauen, wann die aufgehört haben, Fronmeier-Affäre zu schreiben. Sie gehen davon aus, dass der Spiegel Ihre Seite antispiegel.ru, dass die von dem Spiegel regelmäßig beobachtet wird. Ist das richtig? Da gehe ich von aus, weil ich habe anscheinend Leser, die es unglaublich spaßig finden, zu Spiegelartikeln, die ich kritisiere, in die Kommentarfunktion unten im Chat meine Links reinzusetzen. Also dass es mich gibt, wird der Spiegel gemerkt haben.
Okay, das heißt also, wir haben jetzt, ich verfasse nochmal zusammen, wir haben also einen Fall, die öffentlich-rechtlichen Medien plus die privaten Mainstream-Medien hier im, im Westen bringen eine Story raus, dass ein Piotr Premiak geheime Informationen mit irgendjemand anders austauscht und behauptet, Markus Frohnmeier wäre eine Marionette Moskaus. Wir finden heraus, beziehungsweise Sie finden heraus, dass diese Adresse überhaupt nicht dem Piotr Premiak gehört, sondern einem ganz anderen normalen Bürger, der sowas mit Sicherheit nicht austauschen würde. Wir schließen aus, dass die Adresse gehijackt wurde, weil das macht noch weniger Sinn, über einen öffentlichen Account, der auch noch gehijackt ist, geheime Informationen auszutauschen. Dann stellen wir fest, dass die Informationsquelle, auf die sich das Ganze bezieht, auf den Herrn Chodorkowski zurückgeht, beziehungsweise auf sein Recherchebüro, was er, da hat. Also auch eine nicht zuverlässige Quelle, besonders in Bezug auf Putin und die russische Regierung nicht. Was heißt, ich will jetzt gar nicht sagen, ob der zuverlässig ist. Ich will nur sagen, der ist interessengesteuert. Das heißt, der hat Interessen. Genau. Und man muss, wenn man sich Chodorkowski anguckt, muss man es im Hinterkopf haben und genau prüfen. Also es kann ja sein, dass der mal die Wahrheit sagt. Ja, also immerhin ist der ja wegen, wegen Putin, weil der ihn quasi einmal durch die Manege gezogen hat, einige Jahre in den Knast gegangen. Das heißt, also wenn ich Journalist wäre, würde ich doch erstmal als allererstes annehmen, dass der noch eine Rechnung offen hat. Ja gut, das ist kein Geheimnis, das sagt er selber offen. Also der geht ja auch, okay. Der geht auch auf Konferenzen, wo er selber öffentlich auftritt und furchtbar, also das ist kein Geheimnis, dass der eine Rechnung offen hat und die begleichen will. Aber wie gesagt, es kann ja sein, dass er trotzdem mal die Wahrheit sagt, aber man muss es eben überprüfen, das haben die westlichen Medien nicht getan. Es geht also noch weiter. Es wäre ja dann schon an einer E-Mail-Adresse gescheitert. Das haben ja, es geht noch weiter. Ich habe eine Frage bezüglich des Piotr Premiak. Dazu haben Sie ja auch einiges herausgefunden. Ja, ich bin mal bei der Chronologie, da kommen wir gleich zu. Also es geht noch weiter. Als ich da meinen Artikel draußen hatte, da hat aber auch ZDF Frontal hat wohl auch meinen Artikel gelesen, weil ich weiß von meinen Lesern, dass die viele böse Briefe gekriegt haben. Die Leser haben mir teilweise die Briefe und die Antworten vom ZDF geschickt, wo sie Frontal gefragt haben, was das denn nun soll. Nun waren plötzlich in der Frontalsendung selber die E-Mail-Adressen unkenntlich gemacht. Das heißt also, der ZDF-Zuschauer, der das nicht wusste, der auch den Trailer nicht gesehen hat, konnte in der Frontalsendung diese E-Mail-Adressen über diese E-Mail-Adressen nicht mehr stolpern. Moskau. Russische Strategen haben versucht, Einfluss zu nehmen auf die deutsche Politik. Dem ZDF und dem Spiegel liegen Unterlagen vor, die das belegen. Diese E-Mail verschickte ein Mitarbeiter eines Duma-Abgeordneten am 3. April 2017. Darin steht Erstaunliches. Punkt Nummer. Das war auch ganz interessant. Das macht ja keinen besonders seriösen Eindruck. Habe ich auch nicht behauptet. Im Gegenteil. So, in der Sendung hat Frontal nun, und das haben sie auch meinen Lesern geschrieben, sich darauf berufen, ja, also wir haben das geprüft und halten es für gut. Außerdem hat Piotr Premiak das ja unserem Reporter in Moskau bestätigt. Und die haben also gezeigt, wie der dann so ZDF-Mensch in der Duma in das Büro von dem Piotr Premiak gelaufen ist. Und den interviewen wollte und der die ganze Zeit sagte, keiner Kamera, er will nicht, er will nicht. Und dann hieß es eben ja und nachdem die Kamera ausgeschaltet war, hat er alles zugegeben. Aber ist die E-Mail echt? Wenn der Absender, ein gewisser Piotr Premiak, tatsächlich der Mitarbeiter eines Duma-Abgeordneten namens Schröder ist, müsste er zu finden sein. Wir machen uns in Moskau in der Staatsduma, dem russischen Parlament, auf die Suche. Dort finden wir Schröders Büro. Und tatsächlich, da ist er, Piotr Premiak. Es gibt ihn also wirklich. Er will nicht gefilmt werden. Wir zeigen ihm die Unterlagen. Welcher Brief? Zeigen Sie, ich schau's mir an. Später, als die Kamera aus ist, bestätigt Premiak, die E-Mail ist von ihm. Ein Interview lehnt er ab. Jetzt gibt muss man es ja jetzt glauben, Besonderheiten in der Vita von Piotr Premiak. Wollte ich gerade sagen. Piotr Premiak ist 74 Jahre alt, ist seines Zeichens ehemaliger Konteradmiral der Pazifikflotte der Sowjetunion und Russlands, war auch KGB-Offizier und war auch schon mal selber in der Politik in den 90ern im Föderationsrat. Das ist jetzt nicht unbedingt der Mensch, der einem westlichen Medium seine Geheimoperationen erzählt, weil er gerade zufällig keinen Kaffee mehr hatte oder so. Also wahrscheinlich ist das ZDF-Team oder das Team, was für das ZDF da reingelaufen ist, so aufdringlich geworden, dass dieser ehemalige General der russischen Schwarzmeerflotte war das? Ist es richtig? Nee, Pazifikflotte.
der russischen Pazifikflotte, Konteradmiral, dass dieser Konteradmiral die Nerven verloren hat und einfach frei zugegeben hat, dass er eine geheime E-Mail über einen öffentlichen Yandex-Account verschickt hatte, der noch nicht mal sein eigener war. Und da mit dem Kreml besprochen hat, er hätte einen deutschen Abgeordneten in der Tasche, genau. Das verkauft uns das ZDF. Das klingt jetzt, wie soll ich sagen, sehr unwahrscheinlich. Das klingt nach ZDF. Das klingt nach ZDF. Das ist so. Also auf jeden Fall, das sind jetzt so dazu die Geschichten, die Fakten. Ich habe dann später noch weitergesucht und habe dann auch in den russischen Medien, das kann man ja in Deutschland nicht finden, da musste ich sehr suchen, übrigens bei einem Medium, das auch Hodorkovsky zugehörig ist, das er finanziert, die haben geschrieben, sie hätten beim Dossier-Center angefragt, woher denn diese E-Mail kommt. Antwort des Dossier-Centers, anonyme Quelle. Das heißt, das Dossier-Center von Hodorkovsky bekommt von einer anonymen, nicht überprüfbaren Quelle diese E-Mail und sagt, die ist echt, gibt die an Spiegel und ZDF und so weiter. Und die sagen dann, das stimmt alles. Okay, es gibt ja bestimmte journalistische Standards und diese journalistischen Standards beinhalten unter anderem eine Sorgfaltspflicht. Wir können doch festhalten, dass man mit etwas Recherche, sogar nur im Internet, ohne dass man persönliche Quellen anzapft, sofort herausfinden kann, dass mit der E-Mail-Adresse etwas nicht stimmt. Das heißt also, dieser Beweis, ist ja kein Indiz, ist ja ein Beweis inzwischen, würde automatisch dazu führen, dass der Inhalt der E-Mail höchst unglaubwürdig ist, weil eben diese E-Mail einer anderen Person zuzuordnen ist. Die garantiert so einen Inhalt nicht postet und es macht auch keinen Sinn, dass man diese E-Mail für so einen Zweck hijackt. Das heißt, wie würden Sie diese gesamte Berichterstattung einordnen, der öffentlich-rechtlichen und der privaten Medien hier im Mainstream im Westen? Propaganda. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die so blöd sind, dass sie solche Recherchen nicht machen können. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie gesagt, dass ZDF hat jetzt als Beleg, wie gesagt, ich habe die Briefe ja von meinen Lesern zum Teil bekommen, die Antworten, die sie bekommen haben von der Redaktion. Das ZDF hat dann gesagt, sie finden das insgesamt überzeugend, die Quelle, von der wir jetzt wissen, das Dossier-Center weiß nicht, woher die E-Mail kommt und das Dossier-Center ist interessengesteuert. Das findet das ZDF überzeugend. Weiter sagt das ZDF wörtlich, der Duktus des Textes wäre überzeugend. Also ich kann das jetzt nicht finden, das ist eine ganz normale E-Mail. Da kann ich jetzt keine Geheimdienstausdrücke drin finden. Und dann sagt das ZDF, dass das ja außerdem der Premier dem Team zugegeben hätte. Nur, dafür gibt es keinen Beweis. Die Kamera war aus und das ZDF behauptet es. Ja, also wir haben ja auch noch selbst unsere russischen Kanäle angezapft, also versucht irgendwas herauszubekommen und vor allen Dingen auch ein Interview mit dem Pjotr Primjak zu bekommen. Der lehnt Interviews ab, generell. Also es gibt keine Möglichkeiten, wir hatten da zwei Möglichkeiten versucht, an ihn heranzukommen. Es gibt keine Möglichkeiten, von ihm ein Interview dazu zu bekommen. Ja, ich habe mit ihm immer telefoniert, aber auch das war nicht ergiebig. Ich habe seine Telefonnummer rausbekommen können, seine Handynummer. Ja. Und habe ihn angerufen, nee, Büronummer, sorry, nicht Handy, Büro. Habe ihn angerufen und habe ihm gesagt, wer ich bin. Und der war sehr freundlich, aber kurz angebunden. Und ich sagte ihm dann, so und so ist es und ich will dir nichts Böses. Ich bin derjenige anscheinend, der das als erster entdeckt hat, dass das jetzt Blödsinn ist, was da erzählt wird. Ich würde gerne deine Meinung hören. Ich habe so drei Fragen. Und dann sagt er alles, die ganze Zeit freundlich und wirklich höflich, aber nein, er will nicht. Ich habe ihm dann noch einen Brief geschrieben, sehr ausführlich und ihm mitgeteilt, nochmal mit allen Links, was ich da getan habe und habe ihm auch die Fragen vorher geschickt, die ich ihm stellen wollte. Also ich wollte ihm Fragen zu der E-Mail, ob er die kennt, ob er mit dem Frohmeier was zu tun hat und ob er überhaupt den Typ kennt, den er da angeblich angeschrieben hat. Und ich wollte ihn fragen, was eigentlich passiert, nachdem das ZDF die Kamera ausgeschaltet hat. Wie gesagt, ich habe auf den Brief leider keine Antwort bekommen. Das ist schade, aber wie gesagt, wie Sie schon selber sagten, Primjak lehnt Interviews ab. Kann ich ihm nicht verdenken. Ich meine, nachdem der ZDF ihn so durch den Kakao gezogen hat, würde ich mit westlichen Medien auch nicht mehr reden. Also ja gut, aber ich meine, er hätte ja nachvollziehen können, welche Art von Medien ihn da anfragt. Also das stimmt aber auch mit seiner Vita überein. Also ich würde davon ausgehen, dass jemand, der nicht eigentlich in der Öffentlichkeit steht und halt geheimdienstliche und militärische Vergangenheit hat, dass der generell in Interviews sehr scheu gegenüber ist und sicherlich auch Verpflichtungen hat, dass er das nicht einfach machen darf, also nicht einfach irgendwelche Interviews geben darf. Ja gut, weiß ich nicht. Er war in den 90ern Mitglied des Föderationsrats, das ist also so ähnlich wie Bundesrat in Deutschland. Ja. Von daher, der hat auch schon mal Interviews gegeben, so ist es nicht, aber er ist jetzt eben auch nichts weiter als ein Rentner, der als Berater eines Duma-Abgeordneten da sitzt
Wahrscheinlich hat auch sein Duma-Abgeordneter keine Lust, dass da irgendwie solche Verbindungen in die Medien hergestellt werden. Und dann kann das also schon sein, ganz elementar, dass der Duma-Abgeordnete sagt, nö, dazu bitte nicht. Okay, also halten wir fest, eine E-Mail, die offensichtlich von jemand anders kommt, mit einem hanebüchenen Inhalt, der nicht zu der Person gehört, von der sie angeblich stammen soll. Ja, das ist, wie gesagt, die Geschichte ist von vorne bis hinten ziemlich unsinnig und ich denke, der Spiegel wird seine Gründe haben, warum er nach dem 8. April, nachdem ich veröffentlicht habe, nichts mehr unter dem Begriff Frohnmeier-Affäre oder Fall Frohnmeier veröffentlicht hat. Frontal wird seine Gründe haben, warum sie vor der Sendung noch schnell die E-Mail-Adresse geschwärzt haben, die im Trailer von Frontal noch ungeschwärzt war. Die werden schon wissen, warum sie es getan haben. Ja, vielen Dank für dieses Interview. Gerne wieder bei einem nächsten Fall, der sich wahrscheinlich wieder um Russland drehen wird. Herr Röper, Sie sind ja da quasi der Spezialist, der viele Themen, die zwischen Russland und Mitteleuropa und oder Zentraleuropa und Russland sind, immer wieder neu aufdecken und immer wieder neue Ungereimtheiten dazu aufdecken. Von daher gehe ich mal davon aus, wir müssen noch mehrmals auf Ihre Expertise zurückgreifen. Ja, ich freue mich. Ich bin ja erst seit einem Jahr in den alternativen Medien aktiv, aber war vorher eben auch jemand, der Ihre Sendung gern geschaut hat. Und wenn ich da helfen kann, bin ich mit Freude dabei. Also immer. Mir ist auch schon von anderer Seite zugetragen worden, von Bekannten, dass ich eine Empfehlung bekommen habe. Und diese Empfehlung lautete dann, man müsste mal bei anti-spiegel.ru reinschauen. Das wäre eine sehr interessante Seite. Da habe ich gesagt, ja, den Thomas Röper, den kenne ich bereits persönlich. wie gesagt, ich freue mich auch. Also ich bin gerade erst ein Jahr dabei und es ist ganz spannend, was mit dem Jahr passiert ist. Und also ich bin zu allen Standard bereit. Es macht mir wirklich Spaß, weil es so offensichtlich und einfach und plump ist, jeden Tag wieder irgendeine nette kleine Unwahrheit der westlichen Medien aufzudecken. Oder auch gerade interessant, ich habe heute einiges geschrieben über Dinge, die im Westen erst gar nicht erwähnt werden, die es im Westen nicht gibt. Also in Deutschland nicht. In Washington ja. Das ist ja in Deutschland nicht. Und es ist ganz spannend. Also es macht das Spaß. Ist ja das Thema, also man hört also dieses Lügenpresse, was vielleicht aus rechtskonservativen Kreisen bis nach hin zu ganz rechten Kreisen geäußert wird. Und in den linken Kreisen hört man ja mehr dieses Lückenpresse. Ich bin mir nicht sicher, welches von beiden überwiegt. Ich tendiere momentan noch zu Lückenpresse, aber es ist eine Mischung aus beiden. Auf jeden Fall. Das ist unabhängig von welcher politischen Couleur solche Wörter geäußert werden. Sie entbehren ja nicht einer breiten Datenbasis. Das heißt also, man kann an vielen Dingen sowohl Lückenpresse als auch Lügenpresse nachweisen. Und das ist in unserem Falle leider der Teil mit der Lügenpresse, wie Sie schon selber gesagt haben, das wäre dann Propaganda. Ja, man kann es per Definition. Genau. Okay, ja, vielen Dank für das Interview. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hat mich gefreut, alles Gute. Ja, Markus, was sagst du denn zu deinem Interview? Wie würdest du das jetzt nochmal knapp zusammenfassen, was Thomas Röper, was er uns mitgeteilt hat, was er uns zu sagen hat? Also das ist ja so wieder so ein Stück, wo man ständig sagen müsste, nein, doch. Also, wie war das? Das war das Dossier Center. Also es ging darum, dass eine E-Mail, dass das Corpus Delicti quasi ist, also das Hauptbeweisstück, ja, gegen den Markus Frohnmeier. Und diese E-Mail soll vorgeblich von einem, die lautet auf p.premiak, der Absender, ja, und die soll von einem gewesen sein, der in der Duma mitarbeitet, einem Piotr Premiak. Ja, und dieser Piotr Premiak, die ganze E-Mail stellt sich als komplett unglaubwürdig heraus, weil sie nicht von Piotr Premiak ist, sondern von einem P-Punkt Premiak, nämlich von einem Philipp Premiak, der sich an anderer Stelle über die miserablen Bedingungen in einem Mietshaus da beschwert, bei der Wohnungsgesellschaft, die dafür verantwortlich ist. Also, Thomas Röper hat das ja auch verifiziert, das heißt, der andere, dieser Philipp Premiak, ist derjenige, von dem wir hier sprechen, das heißt, diese gesamte E-Mail ist eine Luftnummer, ja.
Ich lache mich kaputt. Ja, vor allen Dingen also, ist nicht diskutabel als Verfahren. Also ich meine, wenn ich bei meinen Dokus solche Zeugenaussagen nach dem Motto, erst als die Kamera ausgeschaltet war und ich nicht mehr aufzeichnen konnte, was die Leute gesagt haben, damit sind die wichtigen Sachen, ja. Das kommt tatsächlich vor übrigens, ja. Also das ist oft so, wenn nach dem Interview kommen dann die Sachen, die wichtig sind, aber das ist kein Verfahren, ja. Ich meine, kann man ja sonst was. Also ich war dann und dann plötzlich sprang Mickey Maus ins Zimmer und fing an rumzustrippen und das war und dann hat sie mir erklärt, wer John F. Kennedy erschossen hat, ja. Und das werde ich euch jetzt mitteilen, ja. Wäre auch eine super Variante des Journalismus. So geht's nicht, ja. Aber es, ihr habt doch den bei euch in der letzten Jahrtausendsendung, ne, habt ihr doch diesen Forensiker, also zumindest besprochen, der John F. Kennedy untersucht hat, nochmal nachträglich. Das war, der hat als Forensiker, also das war ja Celebrity, also der prominenten Leichenbeschauer sozusagen. das war aber 79, das war nicht 62. Das war nochmal eine parlamentarische Untersuchung dazu und da ist er als Forensiker, hat er sich nochmal dazu zu dieser Magic Bullet geäußert. Aber der Mann ist ähnlich wie Mueller, ist er zur rechten Zeit am rechten Ort, wenn es darum geht, die offizielle Version zu verteidigen. Ja, genau. Also die magische Kugel, die vorgeblich von dem Lee Harvey Oswald abgeschossen wurde, die dann durch Kennedy durch und fünfmal durch den Vordermann, der von einem Deckplatz also sozusagen hat fünfmal die Richtung gewechselt. Also hat dann durch Kennedy und dann Connolly, also den Gouverneur von Texas und in dem Körper hoch, dann nochmal die Hand, also sozusagen deswegen ja Magic Bullet. Also die ist sozusagen im Zickzack rumgeflogen. Ja? Ja, aber er hat einen Zickzack vergessen. Weil die magische Kugel kam nicht von hinten, sondern von vorne. Das heißt, der Lee Harvey Oswald hätte also mit dem Gewehr auf irgendein hartes Metall zielen müssen, damit dann die Kugel da wieder abprallt und von vorne durch den Kopf, durch Kennedy durchgeht, weil so sind ja auch die Ein- und Austrittswunden. Vorne eine Eintrittswunde, hinten eine Austrittswunde, eine große. Ne? Und nicht andersrum. Das heißt also, der tödliche Schuss kam von vorne und die Harvey Oswald kann es nicht gewesen sein. Aber das ist ja alles eine Verschwörungstheorie. Sicherlich hat sich Kennedy in dem Moment nur umgedreht und hat nach hinten geschaut. Deswegen hat er die Kugel 180 Grad. Er hatte ja als Großvater eine Eule, wie wir alle wissen. Ja. Aber das ist, da kann man sehr gut, Spezialist ist Matthias Beukers dafür und da gibt es auch ein gutes Interview im SWR mit ihm dazu. Kann ich empfehlen, wer sich das mal anhören will. Alles ist unglaublich. Die ganze Geschichte ist eigentlich unglaublich. Ja. Aber das ist unsere Qualitätspresse. Und wir sehen, dass die, also dass von der vierten Säule der Gewalt nicht viel übrig ist. Also ich sehe da nur ganz viel Bauschutt und noch so ein Reststumpfen von so einer vierten Säule. Ja, also es ist vor allen Dingen bei dieser Geschichte jetzt zum Beispiel mit dem Premiak, wäre die Recherche nicht so unglaublich schwierig gewesen. Ja, also es wäre... eigentlich wäre es schön, wenn man nochmal den Admiral kriegen könnte, dass er erzählt, wie das eigentlich abgelaufen ist. Ne? Ja, die wollen sich nicht äußern. Die wollen sich nicht äußern. Die sind. Wollen sich nicht äußern? Nee, natürlich nicht. Mhm. Also weder der Philipp Premiak noch der Piotr Premiak. Die waren beide nicht mehr für ein Interview zu kriegen. Also Thomas Rüpper hat mir das auch erzählt, er hat das mehrfach versucht. Und ist nicht an die rangekommen. Ne? Mhm. Also die haben auch entsprechende Wahrnehmung der westlichen Presse, zu denen wir ja auch gehören dann. Mhm. Ne? Und ich glaube, da ist eine ganze Menge Vertrauen verloren gegangen und das kriegen wir auch. Warum nur? Ja. Ich weiß gar nicht, woran das liegen könnte. Ja, jetzt ist natürlich die Preisfrage. Wie sieht's aus mit Markus Frohnmeier in der Wikipedia? Wir sehen hier seinen Artikel, das ist abgerufen am 22.08. diesen Jahres und der Haupteditor ist der Len BR, also jemand, den wir bisher noch gar nicht kennen, aber dieser Len BR hat 16,3% vom Artikel editiert, also was auch schon eine ganze Menge ist und er ist mit einem kleinen Abstand auch der Haupteditor in diesem Artikel. Im obersten Teil fällt erstmal nicht so viel auf, bei Markus Frohnmeier ist auch nichts von Len BR eingetragen, außer dass er Mitglied des Bundestages ist. Wenn wir jetzt aber mal weiter gucken, dann sehen wir dann doch was, und zwar einen kleinen Absatz, der heißt Recherchen zur Einflussnahme aus und Kontakten nach Moskau. Also man sieht, das hier ist 1:1 übernommen von den Recherchen, von den angeblichen Recherchen
von Spiegel, ZDF und BBC. Und da steht zum Beispiel auch so ein Satz drin. Im April 2019 berichteten Spiegel, ZDF, BBC über gemeinsame Rechercheergebnisse zu Versuchen russischer Einflussnahme auf die Bundestagswahl 2017. Also im Klartext, die Rechercheergebnisse, die angeblichen Rechercheergebnisse, wie wir jetzt wissen, die ja eigentlich eine einzige Nullnummer sind, eine Luftnummer, die wurden hier 1:1 ungeprüft übernommen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist dieser Len BR? Macht er das absichtlich oder ist das ein Zufall oder ist das naiv? Also ich komme in meiner Beobachtung in der allerersten Einschätzung dazu, dass es wirklich ein recht naiver Benutzer ist, wahrscheinlich auch noch relativ jung. Er hat ja hier geschrieben, er ist Jahrgang 1989. Auf seiner persönlichen Homepage in der Wikipedia. Und der ist insgesamt sehr mitteilungsfreudig. Also er macht eine ganze Menge Angaben, zum Beispiel, dass er auch aus Niedersachsen ist und dass er Katzen mag. Und ja, also wie soll ich sagen, er macht auf mich nicht den Eindruck, dass er hier zu unserer sogenannten Junta gehört oder zu den üblichen Verdächtigen, die wir bisher immer beobachtet haben. Wir sehen also, das ist ein Benutzer, der wahrscheinlich noch nicht mal böswillig was eingetragen hat, sondern einfach nur im guten Glauben eine Recherche übernommen hat, eine angebliche Recherche aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja, und das kommt dann dabei raus. Das heißt also, wir haben hier Propaganda, die 1:1 in die Wikipedia übertragen wird. Ja, super. Ja, ja, ja. Aber bevor die Sendung zu Ende geht, ich wollte dich noch auf was Neues hinweisen. Oder was Neues, Altes. Also ich bin ja so ein bisschen so unterwegs in der Wikipedia und sehe dann zufälligerweise die Süddeutsche Zeitung. Mhm. Ja, und mach dann, ich mache ja immer jetzt auf der rechten Seite gleich Hukala an und dann sehe ich dann halt, oh, mit Abstand ist der Felix mit 12% der stärkst vertretene Autor bei der Süddeutschen Zeitung. Was ist denn nun schon wieder los? Ich denke, der treibt sich doch nur bei solchen Sachen rum wie Nahe Osten, Israel und so. Da ist er doch immer sehr aktiv. Was macht er denn jetzt bei der Süddeutschen? Linke Antisemitismus ist er ja auch ja, aktiv, ja. Du nimmst mir schon wieder die Worte aus dem Mund. Was macht er denn jetzt bei der Süddeutschen Zeitung? Und siehe da, du hast recht, es geht um Medienkritik und zwar um Antisemitismus und Nahostkonflikt. Mhm. Es gibt einen ganzen Absatz, den er da gemacht hat. Ich zeig dir mal hier. Und ja, das der ist quasi von ihm komplett selbst erstellt worden mit ein paar kleinen Ausnahmen. Wir sehen halt hier die Lücken. Da geht es nur um antisemitische Äußerungen in der Süddeutschen Zeitung und dass die dann doch irgendwie antisemitisch drauf werden. Also das ist das Schmeißen mit Dreck. Also bei der Süddeutschen Zeitung, wie komme ich denn da auf Antisemitismus? Mhm. Entschuldigung. Also das ist ja nicht der Stürmer oder solche Sachen halt, ne? Oder, weißt du, ja, genau. Also du kannst irgendeiner Zeitung immer was andichten und wenn es nicht das ist, das vor Jahrzehnten, ich glaube, genau, ich habe erst mal nachgeguckt, wann hat er denn damit angefangen? Der hat also, ein altes Posting rausgesucht und zwar 2013 hat er schon eingetragen, dass irgendwann im August 1949 die Süddeutsche Zeitung einen Leserbrief veröffentlichte, der wohl antisemitische Äußerungen beinhaltete. 1949, das musst du 2013 eintragen. Mhm. Da war mal ein Fall bei der Süddeutschen, ja? Okay. Und dann gibt es, er hat nicht nur diesen Absatz ergänzt, sondern dazu passend auch den Fußnotenapparat entsprechend ergänzt. Und hier die Fußnote 51 ist ellenlang. Das ist um Gottes Willen. Also das geht hier über mehrere Spalten geht das. Hat entsprechend also die Quellen vervollständigt. Und da tauchen also häufiger Sachen auf. Ja, wo es halt um Antisemitismus ging. Wahrscheinlich deswegen, weil es in der Süddeutschen dann doch den ein oder anderen Artikel gab, der sich kritisch mit der israelischen Administration befasste. Mhm. Ja. Gut. Führt also dazu, dass der Felix sogar nach Bearbeitung 33% und nach dem zugefügten Text 36% laut der Wikipedia-internen Statistik hat. Also nicht nur 12%, sondern sogar eine Ecke mehr, sagt die interne Statistik. Also ein Drittel der Artikel ungefähr. Und man kann sich auf dieser Seite hier durchlesen, wo er genau jetzt die Änderungen eingefügt hat. Das sind einige Änderungen. Kann man sich einfach mal die Liste angucken.
Und wie gesagt, 2013 war er zuerst aktiv und hat dann aber in dem Jahr 2018, also da, also kurz bevor wir ihn enttarnt haben, hat er da richtig angefangen im Mai und hat ganz, ganz viele Änderungen eingefügt. Und dann kam, gerade was diese antisemitischen Veröffentlichungen anbelangt, hat er im Dezember 2018 ganz, ganz viele Änderungen gemacht. Und es ging rein bis in den Januar, Februar von 2019. Wann hat er sich denn angefangen, damit zu beschäftigen? Also dieser merkwürdige Eintrag mit dem Adolf Bleibtreu, mit dem Leserbrief von 49, der ist ja vom November 2013, aber es gibt ja der größte Teil ist 2018, Ende 2018, 2019. Weißt du, mit was das in Zusammenhang stand? Nee, kann ich nicht sagen. Also ich vermute mal, es gab einen Artikel wahrscheinlich in der Süddeutschen, der auch problematisch war für ihn wahrscheinlich, weil er sich kritisch mit der israelischen Administration auseinandergesetzt hat. Mhm. Oder war da nicht diese eine Karikatur der Süddeutschen? Gab es da nicht auch eine Karikatur, die da irgendwie... Ja, das mit... aber ist das im Dezember gewesen? Das war doch Eurovision... Dings da, Chanson. Also die Eurovision, die... aber das ist doch nicht im Dezember. Warte mal. Ja, vielleicht konnte er sich davor damit nicht beschäftigen, weil er sich mit uns beschäftigen musste. Tja, wie soll ich sagen? Also Felix hat also wirklich die Chuzpe, sich da hier an der Süddeutschen Zeitung zu vergreifen. Ein Blatt, wo ich nun wirklich bei Antisemitismus nicht im Traum dran gedacht hätte, dass die da irgendwas mit zu tun hätten. Und ehrlich gesagt, das, was er hier zusammengetragen hat, ist das Übliche, was wir in der Wikipedia immer sehen. Ne? Also es sind so... XYZ sagt über die Süddeutsche Zeitung das. Und er ist der Meinung, dass die aber dann doch irgendwie antisemitisch wären und solche Geschichten. Ne? Tja, also wie soll ich sagen? Dirk, was meinst du? Also ich würde doch jetzt fast auf den Kasten Bier wetten, dass sich das die Süddeutsche Zeitung nicht bieten lässt. Also auf den Kasten gekühltes Alster, dass die Süddeutsche sich da wahrscheinlich damit beschäftigen wird. Ich bin gespannt, ich glaube, dass die einigermaßen sauer sein werden darüber. Das werden sie auch bemerkt haben, wie sie da verhackstückt werden. Und aber mich wird vor allen Dingen wird interessieren, was der Auslöser gewesen ist. Also womit das direkt zusammenhängt. Weil es ja wieder sozusagen ein von hinten nachtreten, das ist ja klassisch, was er da macht. Also er hat mit irgendjemandem eine Rechnung offen und die wird in Wikipedia beglichen. Ja? Also im Lexikon wird sie beglichen, seine private Rechnung. Ja, ja. Also was der Felix vielleicht nicht weiß, es gab einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung zum Thema das Massaker von Katyn. Und da ist der Schreiber, das ist der Herr Urban, ist da mit dem Co-Pilot ziemlich aneinander geraten. Und dieser Artikel kam raus, 2 Monate nachdem mein Film rauskam, Die dunkle Seite der Wikipedia. Mhm. Ich weiß, dass der Herr Urban von meinem Film Kenntnis genommen hat. Aha. Wenn jetzt der Herr Urban nicht vollkommen geistig umnachtet ist, und ich halte den für einen sehr guten Schreiber in der Süddeutschen Zeitung, weil der hat nämlich auch dieser Artikel, der zum Massaker von Katyn war, wir blenden ihn mal hier ein, der ist nämlich durchaus detailliert und wirklich ein Ausnahmefall in der Journalistik, der wirklich detailliert auf die Hintergründe eingeht, was da los gewesen ist. Den Co-Pilot zwar nicht benennt, aber die Methoden benennt, mit der Co-Pilot gearbeitet hat. Wenn der sich jetzt mit unseren Sendungen beschäftigt und herausfindet, dass dieser Autor Felix bekannt ist, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Nachspiel hat. Mhm. Okay, werden wir sehen. Wir werden bald schlauer sein. Ne? Ja, ja. Wir werden mal schauen. Okay, Dirk, dann bleibt dir das Wort zum Sonntag. Leg mal los. Das Wort zum Sonntag ist, dass ich ein Interview mit Uwe Steimle plane, weil wir das ja noch angekündigt hatten, zu den ganzen Vorwürfen, die gegen ihn gekommen sind. Und auch ich mich interessiert, wie das in der Sendung eigentlich abläuft. Also wie diese inkriminierten Passagen da drin, wie die zustande kommen. Also wer die Idee dazu hat, wer die Sachen reinschneidet, wer letztlich darüber entscheidet, weil es ja so dargestellt wurde, als wenn jetzt Uwe Steimle auch die Oberhoheit über die Sendung hat, und da bin ich nicht so ganz sicher, dass das richtig ist. Und auch nochmal, wir hatten ja erwähnt die Geschichte mit dem Herrn Erbel, also
die... Im dritten Jahrtausend habt ihr das erwähnt. Im dritten Jahrtausend, aber jetzt auch vorhin in der Sendung hatten wir das erwähnt. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, das, was wir in der letzten Sendung hatten, das ist ein Konglomerat von Leuten, die dort ihre politischen Vorstellungen durchsetzen können. Also das heißt über Ruhrbarone, und das ist ein Netzwerk, was dann letztlich bis in die ZAP-Redaktion reingeht. Ja? Es sind Leute einer bestimmten politischen Auffassung, die sich über dieses Benennen oder sozusagen dem Vorwurf des Antisemitismus zusammenfinden und den so inflationär benutzen, dass es eigentlich gar keinen Inhalt mehr hat. Weil also Uwe Steimle dann als Antisemiten zu bezeichnen, ist ähnlich, ist sozusagen ja nochmal, weil es gibt keine Belegstellen dafür, ist noch absurder als bei Ken Jebsen, aber sie machen es halt mit jedem. Ja? Also jeder, der ihnen nicht gefällt, kommt in diesen sozusagen diesen Zusammenhang, dass er Volksgruppen vernichten will. Ja? Und das Ganze eben mit Leuten, die, wie wir es gezeigt haben, mit der 900-Grad-Grafik oder was sie gesagt haben, zu Todenhöfer oder zu Gaza und Garzweiler, das ist deren Weltbild. Und das ist das Skurrilste daran, dass diese Leute sich rausnehmen, irgendetwas zum Thema Menschlichkeit, Humanismus oder sonst was beizutragen. Ja? Sie haben da eine sehr selektive Sichtweise. Ja, und... das ist, trotzdem ist es ein Bereich der Machtausübung. So muss man das vor allen Dingen sehen. Also sie waren in der Lage, den Herrn Erbel aus seiner Position zu rauszukriegen, und sie versuchen, Uwe Steimle aus seiner Position als einer der beliebtesten Kabarettisten in Deutschland rauszukriegen. Und sie haben Macht. Ja? Ist die Frage, wie lange man sich das alles gefallen lassen will. Ja, das ist eine gute Frage. Also du hast ja mal einen Satz gesagt, sie kühlen sich ihr Gemüt über die Wikipedia zum Beispiel. Ne? Also diejenigen, die es jetzt halt nicht in die Zeitung schaffen, die machen das dann über die Wikipedia, siehe Co-Pilot oder Felix oder wie auch immer. Ja, also ich habe für die vielleicht auch eine andere Möglichkeit. Ich habe ja diesen schönen... Lüfter noch, ne? Also man könnte da eventuell auf eine Erfindung kommen, das Ding hier auf den Kopf setzen, ne? Und dann brauchst du hier nur noch 5 Volt, dann kann der Kopf auch anders gekühlt werden. Dann muss man das nicht über die Wikipedia machen. Ne? Mütchen kühlen. Ich weiß gar nicht, woher der Ausdruck kommt im Deutschen. Okay, lassen wir es mal gut sein. Jetzt haben wir es. Ja. Damit geht eine weitere Sendung zu Ende von Geschichten aus Wikihausen. Ich sage Servus ins Internet, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen, auch mit der Sendung 29, die dann demnächst irgendwann folgen wird, und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Interview sein. Ich hoffe doch mal drauf. Ja, ich hoffe auch drauf. Was du angekündigt hast. Und vergessen Sie nicht, ein Abo dazulassen. Unsere Abozahlen sind ganz seltsam. Die sind irgendwie nur ein Drittel von dem, was wir immer an Views haben. Seltsamerweise, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Machen Sie es gut, kommen Sie gut nach Hause, falls Sie im Auto sitzen, und schlafen Sie gut ein, falls Sie abends vorm Fernseher sitzen, oder kommen Sie gut in den Schlaf, falls Sie morgens vorm Fernseher sitzen. Nicht vertauschen. Gut, auf Wiedersehen. Ja, auch von mir tschüss, und bis demnächst in diesem Kanal.